So, herzlich willkommen auf Speed Gaming Live. Wir sind heute live dabei bei dem Spiel Skunkner gegen Blacky Rafe. Zweites Spiel, erstes Spiel ging an Blacky Rafe. An meiner Seite darf ich heute Discord X begrüßen. Ich bin der Crazy und freue mich, an deiner Seite ein wenig kommentieren zu dürfen. Hallo, ich bin Assassin's Moin, X. moin. Und das Tracking Ja. übernimmst du erst auch und später dann Lisandre. Richtig, richtig. Ich übernehme die ersten Minuten am Tracker und dann wird Lisandre übernehmen, sobald alle Einstellungen hier getätigt wurden. Wie wir es schon sehen können, hat unser lieber Skankner eine kleine Überraschung für uns parat behalten. Sollte nicht eigentlich Skalkner spielen? Warum ist er Yoshi? Ich find's echt nice. Also, ja. Sehr schön. Da geht's auch schon los. Wir sehen zwei Um. unterschiedliche Starts. Ah, ist immer kacke, wenn die Sen kein Item hat. Ja. Das erste Match hat Blacky Rafe gewonnen, wie man auch an dem Triforce da unten sieht. Jetzt ist das zweite. Wenn Skunkner gewinnt, kommen sie dann in das dritte. Das zweite ist wie immer ein Open. Ja. Und dann sieht man den Wen wird Onkel-Start bei dann. Blacky Rafe Ja. und den Sank-Start bei Skunkner, wahrscheinlich mit Lumberjack-Ledge-Jack und der Bushcrab und mindestens einem Tree-Pull. Den ersten Tree-Pull haben wir schon gesehen. Das war, was war das? Small Magic oder? Das, Nee, 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 Herz. waren hier, wie du es bei Skunkner siehst, gerade ein paar Herzchen. Blacky Rafe geht da hingegen kurz nach Escape rein und findet da das Buch. Kacke im Buch. Oh, Bomben bei der Bushcrab. Ah, Bomben. Nice. Das wollte man sehen. Und als, hast du gesehen, als Belohnungspreis ein Single Rupee. Oh, 300 Rupees hier. Die Es Bushcrab, fängt das schon das gut an. vergessen viele, die Bushcrab wirft, wenn man oft genug draufhaut, oft genug ein Item einsammelt, wirft die ein Belohnungsitem raus. Was war auf der Ledge? Jetzt habe ich es, warte. Sehe ich gleich nochmal. Das habe ich jetzt tatsächlich so schnell wie es kann, aber habe ich Jetzt noch habe ich es auch nicht wirklich. Ich glaube, es war entweder eine Bottle oder ein Cape. Cape wäre dann wieder etwas schwieriger. Weiß nicht, feiert es. Anscheinend Hat nur einen Cape. Herzteil für den guten Skunk. Ja, ist das ein Lucario als Sprite für Blacky? Ja, ne? Oder was ist das? Ah, lass mich kurz Irgendein gucken. Pokémon. Muss das von vorne. Aber es sieht fast aus, als wäre es ein Lucario, ja. Blacky Rafe hat die Lumberjack Ledge nicht gecheckt. Hat ja sogar noch eine Yes. Mütze darunter an. Ja. Genau, er ist von unten in die Woods rein. Das ist schneller. Und er braucht ja auch keine Bomben und kein Geld. Deswegen ist das absolut verständlich, warum man dann diese Tree-Pulls und die Bushcrab oben auslässt. Normalerweise geht man oben lang, wenn man das braucht halt. Und die Ledge kann man ja später eventuell noch checken mit Boots oder mit Bumper Cave Ledge, wie auch immer. Richtig. Man muss ja sowieso mehrmals dran vorbei am Anfang. Ohne Flöte sowieso. Oder man kann auch ganz, ganz krass es versuchen zu skippen. Bis zu einem gewissen Punkt oder komplett. Das Oh. werden wir heute sehen. Die Mids. Gloves. Nee, nee, noch keine Ja, Mids. Gloves. Ja, okay. Für mich sind beides Mids. Einmal Powers, einmal Titans. Okay, wir sagen dazu Gloves. Also die sogenannten Das Power ist Gloves. die Power Oh, Gloves. Hammer dazu. Jetzt fehlt nur noch die Moonpearl. Nice. Ja, damit wird Aghanim wahrscheinlich nicht Nee. da nötig sein. Ob wir den später mal sehen, werden wir sehen. Außer halt die Moonpearl liegt auf der auf der Pyramid Ledge, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ja, ein ähnlicher, also ähnlich geht es jetzt weiter nach dem unterschiedlichen Start halt. Man sieht, dass Blacky Rafe nicht weit hinter Skunkner in Kakariko ist, weil er halt dann den Check oben halt ausgelassen hat. Das spart doch enorm viel Zeit. Und Und hat er. halt zusätzlich noch eben die Anfangssequenz von Escape mitgenommen, also den Onkel und die erste Truhe. Genau, deswegen konnte er ja das oben skippen. Er ist Richtig, und ist richtig, ja, halt ne? nicht weit behind. Ja, Ach, so. gar nicht am Anfang das schlechtere Play. Ah, die Lampe, guck mal. Also, das war ganz zu. Also, ich glaube, da kann man mit zufrieden sein, was man bei Onkel gefunden hat. Man hätte natürlich auch Besseres finden können, ne? Aber das war schon ganz gut. So, jetzt hier das Chicken hat. Ohne Chicken in die Wand werfen, weil man sich da softlocken kann. Oder hardlocken sogar. Ohne Lampe. Jo, die hatte ich jetzt. Ah, Die die hatten hat wir ja es schon dann gesehen. auch schon.
So. Also, wie gesagt, zurzeit steht's. Oh, da ist die Moonfur. Das ist jetzt schon der Dark World Access. mit 4 Herzen. Nice. Und nochmal als einzige Waffe. Ist schon alles, also ist schon fast die gesamte Dark World offen. Also sehr, sehr viel offen, sagen wir mal so. Da würde mich das nicht wundern, wenn wir. Oh, Pendant, Red Crystal und normaler Crystal, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Ja. Und auf der Library liegt auch nur Geld und beim Race Game liegen auch nur Bomben. Ist immer nützlich, das Item ganz anzugucken. Auch wenn man schon denkt, es ist vielleicht ein Pfeil. Manchmal ist es dann doch keiner. Oder es ist schon mal vorgekommen, dass es dann doch ein Bogen ist oder so. Hier, das wie geht gesagt, ganz schnell. Das ist richtig. So, Lisandre dann jetzt am Tracker. Ja, naja. Ja, wie Holy Smoke schon sagt, ja, Teastown wäre zum Beispiel schon komplett in Logik. Ist ärgerlich. Man sieht auch schon, dass Blacky Rafe hier sich die Chance nicht entnehmen lässt und statt im Süden die Checks zu machen, direkt erstmal in die Dark World geht. Und dann sehen wir im Map-Check Red Crystal in Teastown, Pendant Turtle Rock und Green Pendant in Swamp. Jetzt habe ich die Back nicht gesehen. Habe ich ganz kurz. Da war ein Schlüssel, deswegen geht er ruhig und eine Bottle. Fürs Gang, ne? Ja, während hier Black Wave Skywoods aufsucht. Richtig. Skywoods kein Pendant. Ist immer so die Sache, will man es dippen oder nicht, wenn es ein Crystal ist. Meistens beim Pendant will man es dippen. Beim Crystal kann man es immer entscheiden. Vielleicht ein Lucky Find, leider nur 10er Bomben als erstes Item, sieht nicht so gut aus. Ist halt tatsächlich eine schwierige Situation und Entscheidung immer. Gehst du in die Front rein, lässt es lieber bleiben. Je nachdem, wie du es machst, machst du es meistens doch falsch. Und jetzt nimmt er hier das Gamble auf sich, beziehungsweise es muss eigentlich irgendwie ein Smoky noch da sein. Also ja. Theoretisch müsste keiner da, also, naja. Theoretisch. Ja, ist ein Smoky. Das geht eigentlich immer auf. Wenn du die Chest vorne checkst, als erstes und da kein Smoky drin ist, findest du eigentlich zu 99% mindestens einen Key. So. Jetzt sehen wir hier von Skunkner den Damm und wahrscheinlich danach mit die Modern Cave? Weiß ich nicht. Mit Bomben wahrscheinlich dann. So wie ich Skunk kenne, wird er auch Mini Moldom und Ice Rod Cave machen. Ja, da bin ich. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Ice Rod wird er nicht machen. Lassen wir uns überraschen. Mit dem Geld möchte er nicht Richtung Sora und das später wahrscheinlich verbinden. Würde mich nicht wundern, wenn er nach. Entweder nach dem Damm oder nach Mini Moldom Cave direkt zu Hype Cave geht. Wahrscheinlich ja. Nach Mini Moldom Cave. Ja, man während Black Rafe Progress gar nichts gefunden hat. Jo. War da noch ein zweites Item? Ich glaube nicht. Nee, du hattest jetzt nur noch einen Big Key. Den wird er sich jetzt. Oh, ohne Schwert ist der Bombjump ein bisschen schwieriger, aber es geht. Naja, jetzt hat er nicht mehr genug Leben für. Naja. Jetzt wäre ich nochmal runtergesprungen. Er geht also, wahrscheinlich raus, macht einen Death Warp, um dann eben halt da wieder starten zu können. Richtig, er muss ja den Eingang noch mitnehmen. Er war ja woanders vorher. Ja. 4 Herzen haben wir bereit. Ist schwierig. Richtig. Kann required sein. Muss aber nicht. Oh, Full Magic. Oh, Mitz! Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schaufel. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt, allein wegen der Mitz da schon hinzugehen. Ja, während Blacky, glaube ich, nur 10 Pfeile gekriegt hat, eben in der Big Chest. Aber wenigstens weiß er, da ist nichts mehr in Skywoods. Wäre interessant, jetzt zu sehen, ob auf der Bumper Cave Ledge was liegt. Mhm. Checken wir gerade. Ja, aber nichts Nützliches. Das ist tot. Da geht keiner hin. Nicht für das Viertelherzchen. Also kein Agassiz. So, Skanken auch mit dem Map-Check. Wir vergewissern uns nochmal, dass alles richtig getrackt ist. Passt.
Pendant und Swamp Queen. Oh, Swamp Queen Pendant ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ja. Naja, also haben wir ja schon eben gesehen bei Plaguey Wraith. Swamp Queen ist immer so eine Sache. Du weißt, Flippers sind dann sind nicht unbedingt required. Könnten aber doch sein. Also Flippers sind logisch gesehen natürlich required, aber technisch gesehen braucht man die für diesen Seed jetzt nicht unbedingt. Es kommt drauf an. Richtig. Oh, Bogen! Das... Ja, und das erste Schwert für Blacky. Damit könnte man jetzt auch zu Blind gehen, wenn man sich denn gut genug dafür fühlt mit dem Equipment, was man hat. Zweite Bottle für Skunk mit Green Magic gefühlt. Gut, brauchen wir jetzt nicht mehr für ein eventuelles Ausweichen der Mimics. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn er Richtung... Ja, doch, er geht auch Richtung Rage of the Outcast, kann mit den Mids natürlich von unten da auch hin. Richtig, während Blackie jetzt hier tatsächlich in Blinds Versteck geht, nach Thieves Town rein. Also mit 6 Herzen und ein Schwert, ja. Ist eigentlich machbar. Muss ein bisschen aufpassen beim Greenmail, weil die Gegner, weil manche Gegner doch schon ziemlich viel ziehen. Ne? So. Du hast mal. Greenmail. Und schon sieht das Ganze wieder viel anders aus. Jetzt haben wir ein goldenes Lucario oder sowas in der Art. Mit einem blauen Streifen in der Mitte. Ist das so ein Rennspeed-Streifen wie auf den Autos? Ja, ich glaube, das ist so eine Art. Ist jetzt ein seltenes Lucario. Ah, ein Shiny, ja. Nee, ich glaube, Shiny ist das nicht beim Redmail erst Shiny? Ich bin ein bisschen überfragt. Da kennen sich bestimmt Leute Sprites aus. Da gibt's immer. Jedenfalls jetzt extra Sicherheit. Jetzt sollte der Dungeon absolut machbar sein. Die Köpfe von Blind machen jetzt auch nur noch einen Herzschaden. Normalerweise machen die sonst 2 auf Greenmail. Das ist ein bisschen ekelig. Jetzt geht alles super. An den ersten 4 Checks nichts weiter gefunden. Großer Key, kleiner Key noch. Die letzten beiden Kisten. Skunkner hat sich überlegt, ob er den Frosch zeigt, wie der Hammer funktioniert. So, jetzt erstmal zu Hammerpacks. Kann man machen. Ja, wenn du sowieso auf dem Weg bist und alles dafür hast, warum nicht mitnehmen? Also, es ist jetzt kein Umweg. Ja, ich denke mir, ja, also man kann es ja später verbinden, aber ich denke mal, er nimmt das jetzt schon mal mit, weil er jetzt denkt, ja, 4 Herzen, Greenmail, Hammer, Blind möchte ich jetzt nicht unbedingt. Mal gucken, ob ich nicht irgendwas finde. Er hat ja das Schwert noch nicht gefunden und sucht jetzt sowas in der Art. Ich finde 10 Pfeile, danke für nix. Tja, immerhin könnte er sie schießen, aber er hat schon genug. So, das hat geklappt bei Blacky Wraith. Wenn man den Blob, der blockt manchmal, hat Skunkner nach einem weiteren Baum gesucht, keine gefunden, der blockt manchmal den Wurf. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Man kann ihn auch weiter rechts spawnen, aber es hat wunderbar geklappt. Oh, der 100 Rubin ist gegangen. Es ist ein Shiny. Ja, siehst du? Ja. Ja, der Redmail Sprite wird dann was anderes sein anscheinend. Ich bin gewohnt, dass der Redmail Sprite immer das Shiny-Pokémon ist. Der Remix Begins schreibt es gerade, könnte dann sicher ein Mega-Lucario sein. Da bin ich dann raus, das ist mir zu weit entfernt. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Ist irgendwie so eine Mega-Entwicklung. Ich glaube, da muss man irgendwie so einen Buff geben. Aber wir sind ja jetzt hier bei Richtig, Zelda. Falsches Spiel. Ja, ich glaube, Skunkner ist sehr glücklich über das Herz und auch über das Schwert vorher. Ja. Und wird jetzt dann, wenn er reindippt in Thieves Town, auch gleich die Blue Mail finden. Ja, und dann wird er noch glücklicher sein. Und war nicht auch noch ein Herz da drin oder wo ist das andere von Blackie her? Ich glaube nicht. Doch. Naja. Doch, ich glaube schon. Ah, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das ist schon wieder zu lang her. Ja. Wenn ich mich recht entsinne, ist noch ein einziges Item in Thieves Town oder zwei. Ich glaube, eins. Weißt du auch. Sehen wir jetzt gleich. Da ist ein Mario. Das ist krass. Ja, guckt nochmal, genau, kein Item mehr drin. Und geht jetzt direkt zum Boss, wahrscheinlich. Also, Sumaria ist ein guter Feind. Sumaria und Blue Mail in Thieves Town. Nice. Das willst du im ersten Dungeon finden. Und direkt vor der Tür quasi ein Schwert. Man hätte natürlich auch zuerst in POD gehen können, aber gut, dass man es nicht gemacht hat, ne? Also auf Skunkners Seite. Ja.
Ja. Gucken wir mal, ob der Blindscript funktioniert bei Blacky. Ein schöner Wort. Schöner Wortwitz wieder von Blind. Mit den Sumarier wird die letzte Phase auch einfach, wenn man möchte. Aber auch, falls man dafür kein Skript hat. Zweite Phase war super. Ist leider erwischt worden einmal, zweimal, aber hat es jetzt gleich geschafft. Ach, kein Problem, sehr schöner Fight. Und als Dank dafür bekommt er die Karte. Mhm. Wenn ich das richtig sehe, ist auch schon Desert in Logik. Also im Prinzip ist die Fat Fairy schon in Logik. Das ist krass. Ja. Also je nachdem, wenn auf Desert, der Dodge. Richtig, wenn Desert nicht bootslocked ist. Ja, unwahrscheinlich. Glaube ich jetzt nicht. Ja. Weil wenn das Buch so früh kommt, nee. Oder die Boots sind selber drin. Würde ich auf jeden Fall nicht hingehen. Aber so eine Sache, die mir jetzt mega auffällt, wenn die zwei Red-Dinger so früh in Logik sind, das sehe ich ungern. Ja, wobei die Red Bomb kannst du ja eigentlich relativ gut einrouten. Vor allem, wenn du noch nicht auf der Pyramide warst und dann gehst du zu Pot oder zu Catfish, dann ist das nicht so ein großer Umweg, finde ich. Eben. Deswegen könnte es auch early sich eventuell lohnen. Ja. Obwohl man lieber mit Flut und Spiegel rein will. Naja. Skranken hat eh noch kein Buch. Er würde wahrscheinlich nicht dahin gehen. So, Digging Game, nur zwei Dicks übrigens. War nice. Und dafür ein paar Rubine bekommen. Ja, aber nur zwei Dicks, das ist schon gut. Ja, das ist, das will man sehen. Das will man sehen. Da will man nicht lange Zeit mit verschwenden mit diesem Spiel. Gehen wir hier die Südroute lang, ohne Spiegel. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Hat den Schmied natürlich nicht mitnehmen können, weil Blacky Rave noch keine Mits hat. Die liegen in Minimordom Cave. Das wird Blacky jetzt auch erstmal nicht machen, denn jetzt geht's erstmal Richtung Hype Cave und was war da? Ich glaube, da war ein großer Haufen nichts. Ein großer Haufen gar nichts, ja. Alle Truhen komplett leer, machst du auf, kein Item. So, Sumarier auch fürs Gang. Richtig, ja, über den Sumarier freut. Ach ja, doch, der Bogen war hier, natürlich. Ja, der Bogen ist halt auch nichts wert. Ja, absolut, der Bogen. Ja, das ist eben das Problem, der Bogen würde mich jetzt zu Pot führen, allerdings ist ja Desert in Logik und dann, wie du gesagt hast, kann man Pot eigentlich gut mit der Pyramide irgendwie verbinden, wenn man das wollte. Ah, ne? Aber jetzt werden wir wahrscheinlich Blacky auch Richtung Pot laufen sehen. Jetzt die Frage, ob Blacky jetzt die Pyramide vorher mitnimmt, ich würde behaupten nein, aber wir wissen es nicht. Es kommt drauf an, ob er die Augen tatsächlich auf dem Red Crystal hat und sieht, dass der zweite Red Crystal eigentlich relativ früh holbar ist, wenn er nicht bootslocked ist. Ja, biegt auch rechts ab Richtung Pot. Ja, wäre auch ein guter Weg, oben lang zu gehen. Ja. Wenn wir hier Skanker ein bisschen strugglen sehen bei Blind. Die zweite Phase nicht ganz gut geklappt. Aber sehr gute Duke-Skills. Oh Gott, jetzt wird es echt schwierig. Alter, jetzt ist er tot. Er hätte noch eine Green Potion gehabt für den Sumarier, wollte es aber mit einem Schwert lieber machen. Jetzt leider ein Blind Death. Der zweite Blind wird hart, aber Blind hat halt nichts erstmal. Außer den Red Crystal. Entscheidet sich auch nochmal reinzugehen. Ja, doch, er weiß, dass Blind nichts hat. Stimmt, war ja kein Item drauf, war ja nur die Karte. Ja, okay. Also an sich hat Blind, also durchschnittlich gesehen hat Blind jetzt noch ein Item wegen des Red Crystals, aber im Durchschnitt gesehen. Völlig richtig, die Frage ist nur, macht das Sinn, wenn du eh schon gestruggelt bist, ob das jetzt nochmal machst oder dann vielleicht nachher mit einer viel besseren Ausrüstung hingehst? Hast ja gesehen, wie ich gesagt habe, er hat sich jetzt die Green Potion genommen, um extra Sicherheit zu haben. Dann wird das auch funktionieren, glaube ich. Benutzt es schon für die erste Phase auch? Ja, warum nicht? Man hat ja eben gesehen, wie gut er ausweichen konnte. Richtig. So. Hat eigentlich geklappt. Blacky hat in der ersten Kiste nur einen Small Key. Aber das heißt nur, was gut ist, weil jetzt kann er die Front clearen komplett. Ja, muss nicht über die Bolox-Seite direkt. Richtig, wenn man keine Boots hat, ist das besser.
Also dann will man das so sehen, wenn man. Oh nein! Oh nein, nicht schon wieder! Oh, oh, ein Hit vorher! Mit den Boots ist es egal, weil du dann zurück kannst. Und da ist die Kamera aus! Oh, scheiß. Sorry. Oi, oi, oi. Yoshi, also Skunk, ich sag schon Yoshi. Skunk, I feel you. Yoshi pur. So, jetzt habe ich leider bei Blacky verpasst, was er hatte. Boah, auf jeden Fall noch ein Small Key. Richtig? Oh, da ist die Kamera weg, ey. Ach, der Arme. Ja, da kann ich verstehen, dass er jetzt rausgeht. Zweimal sterben bei Blind ist halt extremer Zeitverlust. Also ist ja, nicht so ist schlimm wie bei Ice Palace zweimal zu sterben, aber schon schlimm. Du verlierst halt schon deine Minute bis zwei und das ist halt das, was ich vorhin angesprochen habe. Entscheidest du dich mit dem Equipment, wenn du sowieso schon gestruggelt bist, da nochmal reinzugehen? In Somaria war es auf jeden Fall, finde ich, ein worth try. Ich glaube, er kann das auch eigentlich. Er war jetzt gerade, glaube ich, nur ein bisschen angespannt. Schon. Ja, wer ist das nicht? So. Ich glaube, selbst die erfahrensten Runner sind ein wenig angespannt bei so einem Turnier. Kann mir nicht vorstellen, dass keiner irgendwie gar nicht nervös ist. Skunker ist auch einer, der hat auch schon mal mit drei Herzen Greenmail und einen Fighter Sword so ein Blind gemacht, glaube ich. Ist halt dann ärgerlich, wenn es dann jetzt nicht mehr klappt. Ist einfach so. Manchmal hat man einen schlechten Tag. Ja. Und Blacky geht nicht in die Back, so wie ich das sehe, sondern direkt zum Boss. Der Boss hat auf jeden Fall ein Crystal und sehr wahrscheinlich ein Item. Kann man ja erstmal hingehen, um dann zu gucken, dass man vielleicht die Back danach macht und dann safe and quit, weil ja kein Spiegel vorhanden ist. Macht das mehr Sinn. Ja. So. Ist okay, die Entscheidung. Skunkner das gleiche Play hier in Skywoods wie vorher schon von Blacky Rave. Hat jetzt aber ein Schwert, kann damit ein Spin-Setup machen, wenn er es möchte. Macht 10 Pfeile macht er nicht. Doch, er nimmt erstmal den Eingang. Achso, er nimmt den Eingang, ja. Macht auch das Spin-Setup. Damit klappt jeder Bomb-Jump, sofern er damit aufsetzbar ist, was nicht alle sind, beim ersten Mal. Also zum Beispiel den in Spec-Rock, den würde ich jetzt ohne machen. So, während wir hier jetzt den Fight von Blacky gegen Helmer sehen werden. Oh, ich habe jetzt gerade erst im Chat gesehen, die ganze Liebe an Skunkner, Yoshi, ja. Und auch von Yoshi selbst. Richtig, richtig. Wer ja, liebt auch Yoshi nicht? Richtig. Da sehen wir einen Hammerblind. 11-mal mit einem Hammer draufschlagen oder 5 Bomben treffen, was einem lieber ist. Und dann ein paar Pfeile reinschießen, ist, glaube ich, die bessere Variante als das Pfeil, das so ist. Helmer, nicht Blind, ne? Ja, Helmer. Ich habe vielleicht Blind gesagt, ja. Weil er mit Maske auf ein bisschen blind aussieht. Ein Schild! Ja, nice. Leck. Eindeutig Helmer Sword. Damit hatte der Boss ein Item und jetzt weiß halt Blacky Raves Bescheid. Also kann früher rausgehen aus dem Dungeon, wenn er jetzt noch entscheidet, die Back mitzunehmen, was er macht. 100 Pro. Ja, es wird jetzt keinen Sinn ergeben, die Items da drin zu lassen. Wir haben noch nicht so viel gefunden, was wir bräuchten, um den Seed abschließen zu können. Von daher, Full Clear macht definitiv Sinn, meiner Meinung nach. Ja, und jetzt kann man halt, wenn man rausgeht, direkt safe and quitten. Und man weiß, wenn noch Dungeon-Items drin sind. Also, ne? Win-Win-Situation. Richtig. So, Skunkner macht sich auch auf den Weg nach Pott. Ja. Ist auch nicht so schlimm für ihn. Für ihn wäre der zweite Red Crystal eh noch nicht in Logik. Oder machbar eigentlich an sich. Oh, ein Aether. Damit haben wir ein Medaillon gefunden. Aether ist auch ein schönes Medaillon. Tötet manche Gegner sehr schnell. Wird den Vogel auf jeden Fall bei Meier ein. Hier muss noch ein Small. Ah, okay, damit ist ein Small Key auf jeden Fall hinter einen Small Key gelockt und er weiß, er muss jetzt nur noch in Dark Maze. Das Maze rein, genau. Die untere Tür brauchen wir nicht zu verwenden, da in der Kiste nur noch der Small Key drin liegen kann.
So ein bisschen Bot-Key-Logik. Deswegen ab direkt ins Dark Maze. Da ist das erste Item. Ist das nicht jetzt schon das allerletzte Item? Oder? Es müsste noch eins mindestens drin sein. Ja. Ach, sogar also nur zwei. Hatten wir wahrscheinlich schon einen Kompass gesehen. Ja. Ja, Skunk, Tilt, ja, ich glaube mal. Hat halt, ja, schon ein bisschen. So, ja, in Pots, wenn man sich jetzt das alles nochmal überlegt, was da drin war, ja, ein bisschen Leben, ne, ist auch nicht verkehrt. Nee, Leben sind nie verkehrt, vor allem in dem Fall fürs Gang. Das ist jetzt, glaube ich, aber jetzt ist die Frage, geht Blacky danach direkt zu Desert oder Mini-Moldom Cave? Also, sieht aus, als würde er Swamp machen und danach Mini-Moldom Cave gehen. Du meinst den Damm? Ja, meine ich doch. Also den Damm auf jeden Fall, aber die Frage ist, danach kann man ja immer noch sich entscheiden, in welche Richtung er geht. Ja, links, das würde mich nicht wundern, wenn man zu Desert geht und das Mini-Moldom Cave erstmal da liegen lässt. Also es geht auch. Es wäre eine sinnvolle Entscheidung, wenn man sich Desert so anguckt. Beide Entscheidungen wären logisch und sinnvoll. Auf der einen Seite hast du ein paar Items, oder ein paar viele Checks auf einem Fleck, und auf der anderen Seite hast du den Red Crystal, den du einsammeln kannst. Vermutlich. Je nachdem, ob wir bootslocked sind oder nicht. Ja, geht jetzt östlich, wird die Mits finden. Da ist die Frage, ob und wie weit die weiteren Checks in und außerhalb der Logik folgen werden. Ja, aber weil man Blackie ja 500 Rupees hat. Ja, Blacky geht jetzt erstmal in die Moldown Cave. Genau. Und danach halt mal gucken, wie es ausschaut. Während Skunkner sich hier durch POD kämpft. Genau, kämpft ganz normal. Haben wir alle schon gesehen. Deswegen gucken wir gerade ein bisschen mehr auf Blacky Rave. Obwohl wir den Checks auch schon gesehen haben. Richtig. Aber jetzt sind wir halt gespannt, wo es jetzt hingeht, denn jetzt kommt was Neues. Es ist Desert. Okay, das ist jetzt, ist eine sinnvolle Entscheidung. Guckt nochmal hin. Ja, ist ein Red Crystal. Hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn man jetzt die Water Checks gemacht hat, hätte. Also, ne, will er wahrscheinlich aber mit Icerod Cave verbinden, und das ist ja zu weit weg ohne Boots und Flöte. Oder einfach Crystal ist immer Progress. Crystal ist Progress und der sichere Weg in die richtige Richtung. Wer weiß, was wir hier noch an Items finden. Mein Agina haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen, wenn ich mich jetzt nicht recht irre. Ja, Agina auf jeden Fall nicht. Auf der Ledge liegt schon mal nichts. Das ist eine oft gesehene Taktik, dass man Agina nach Desert mitnimmt. Weil man nach Agina safe and quitten möchte, da der Weg so lang irgendwie ist. Was klang? Also sehen wir auch ein Hammerblind. Hammerblind, sag ich schon wieder. Schon wieder Hammerblind gesagt. Ein Hammer, Helmasaw, so. Ach ja. Deutsche Versprecher sind doch das Schönste im Commentary. Ja. Ton ein bisschen leise, aber Blacky ist aber nicht schlimm. So. So, Skunk hier aber ohne weitere Probleme bei Helmer. Ja. Das liegt bisschen auch schneller. Ach, Blacky hat den Big Key gezogen aus der ersten Kiste. Und geht gleich durch. Haben wir die Torch jetzt schon gesehen? Das habe ich nicht verpasst, oder? Boah, Flöte! Das ist wichtig. Die Flöte ist ja auch hart required in diesem Seed. Wegen Misery Maya. Genau wie der Spiegel hart required ist wegen Misery Maya. Ach nee, ist er nicht. Der Spiegel ist nicht hart required, Entschuldigung. Weil Swamp ja, wegen Swamp wäre er sonst, aber ne, so. Jetzt tatsächlich an der Torch vorbeigelaufen oder haben wir die verpasst? Hast du das gesehen? Also meines Wissens nach ist er an der Torch vorbeigelaufen. Da bin ich sehr sicher. Auch die Right Side haben wir nicht gesehen. Ja, aber er hat jetzt den Wiki gezogen und macht jetzt erstmal den Boss, weil er vermutet, dass da vielleicht das letzte Item drauf ist, da er das erste aus der Wiki Chest geholt hat. Dass der Small Key auf der Torch liegen muss jetzt. Ja. Also, der Smoky muss auf der Torch liegen, denn er kann sich nicht selbst da hinten verschließen.
eigentlich. Also nee, das geht nicht, wegen Key-Logic. Und deswegen muss der Small Key da liegen. Und das war relativ schlau gemacht dann, einfach durchzugucken und erstmal zu gucken, was ist in der Big Chest, wenn da ein Item ist. Oder also wenn da nicht der Small Key ist, dann ist der Small Key auf jeden Fall auf der Torch, ne? Da kann man sich das sparen. Wieder ein paar Sekunden Zeit gewonnen. So, Skunk macht jetzt auch tatsächlich die Front noch von Pot fertig. Die Back. Die Back. I'm sorry. So, Englisch und Deutsch ist immer manchmal ein bisschen schwierig, ja. Ist gut. Immer manchmal, genau. Immer manchmal. Ist aber auch schön, dass du dich aufvertust, dann ist das nicht mehr so schlimm mit dem Blind in Palace of Darkness. Von Kommentator zu Kommentator will ich mich dir einfach nur anpassen, sodass das Niveau auf einem Level ist. Achso, ja, dann komm mal runter. ein schöner Bombjump von Skunk. Richtig, er geht jetzt erstmal hier entlang. Das ist, wenn man das betrachtet, gar nicht so dumm. Es liegt nämlich tatsächlich nichts auf der rechten Seite, soweit ich das weiß, eigentlich gar nichts. Er kriegt jetzt keinen Key mehr, das müsst ihr auch wissen. Hier drin kann kein Key sein. Ja. Das heißt, hiernach wird ein Saving Crit folgen. Oder ein absichtlicher Tod. Es sieht aus wie ein absichtlicher Tod. Nee, es sieht aus, als wüsste er nicht, dass er keinen Key hat. Während Blackie hier versucht hat, die Lanmolas mit den Pfeilen zu besiegen, aber doch ein wenig struggled gefühlt. Da würde ich auch strugglen. Ich würde einen Hammer nehmen. Das ist aber so eine NMG-Strat. Also NMG-Player, die können das mit dem Bogen. Ich nicht. Das ist halt wieder echt eine Timing-Sache, wo es wirklich auf den Frame oder die Sekunde ankommt. Da kann man richtig, richtig flott sein. So, jetzt sieht man einmal schaufeln. Also man sieht jetzt also, Boots sind also eigentlich logisch gesehen required für den Seed. Richtig. Es sei denn, hinter den Boots in Desert liegt nichts. Ja, aber logisch gesehen sind sie required. Ja. Wegen des Small Keys. Also der Boss ist ohne Boots nicht in Logic. Also weiß man schon mal, dass auf der Pyramid Ferry zum Beispiel keine Boots liegen. Was hat Agina? Nur das Herz. Volle Herz. Es wäre jetzt ärgerlich gewesen, wenn Agina die Boots gehabt hätte. Wäre aber auch wieder so typisch. Wo geht denn Skunkner jetzt hin? Wer checkt denn Agina, ja. Das ist eine gute Frage aus dem Chat. Wer checkt denn Agina? Ja, wenn man schon in Desert ist und im Desert gerade geklärt hat, dann geht man da auch hin. Das sieht mir aus, als würde es Gang zur Eastern gehen, zur Eastern Palace. Das ist ein bisschen ärgerlich, denn durch die Flöte verliert er da Zeit. Mit Flöte geht das schneller zu checken. Versucht jetzt halt zu gamblen, dadurch, dass er sich behind fühlt, dadurch, dass er zweimal bei Blind gestorben ist. Ja, ein richtiger Gamble ist es nicht. Sahasrara hat drei Items und dann gibt es nochmal drei in Eastern. Ja. Sind also sechs Items. Er kann jetzt entscheiden, ob er nur das mitnimmt oder nicht. Hier sieht man, Blackie sucht die Red Bomb, während Skunk hinter Sahasrara wahrscheinlich nichts findet. Ich bin mir nicht mehr sicher. Eine Fetch Quest. Und den Single Error, den Mittelfinger vom ganzen Seed. Tja, besser hier als auf Sahasrara selbst. Das ist richtig. Aber es sieht wohl so aus, als ob Skunk tatsächlich nach Eastern geht. Es sind drei Items, die er rausziehen kann. Alle drei in Logik. Ist etwas, was man nicht immer macht. Also macht jetzt wahrscheinlich absichtlich einen Check, den der Gegner wahrscheinlich nicht gemacht hat. Ist richtig, um einfach ein bisschen gamble zu können, um zu hoffen, dass Blackie den eben halt nicht macht. Wenn da was liegt, kann ihn das, zum Beispiel Boots, das würde ihm sehr gut tun, wenn hier die Boots lägen. Nix hinter dem Red Crystal, nix hinter den Red Crystals. Ja, die Fat Fairy, die sich so angeboten hat, die sich quasi aufgezwängt hat vom Seed. Leider nichts. Wofür ist das Buch denn dann gut? Ja. Tja, ist ja nicht vielleicht so, als hätten wir noch zwei Tablets. Ja, kein passendes Schwert und wir kommen nirgendwo ran. Also keins der noch nicht, zwei Tablets noch Zeit. Nicht, ne? Ja. Aber jetzt hier die Nordroute, absolut verständlich, dass Blackie die mitnimmt. Jetzt natürlich zu dem Catfish. Sora selbst wäre zum Beispiel auch in Logik. Die anderen Checks bei Sora allerdings nicht. Allerdings wären alle Checks mit dem Equipment machbar.
So, Skunk. Ah, schade. Nix bei Skunk. Wenn sich die Items noch so lange ziehen, dann ist es auch so eklig. Und dann wahrscheinlich noch eins selber auf den Armors Knights und dann machst du das und kriegst am Ende 3 Bomben oder sowas. Und dann Single Rupee. Das wäre der Worst Case. Der Worst Case, den keiner sehen will von den Runnern. Ah, ist das Schwert. Ah, es hat sich gelohnt, vom Weg her, würde ich sagen. Ja. Jetzt werden die Tablets auch wieder in Ludwig. Ach, da ist auch ein Schwert. Da ist auch ein Schwert. Ja, die Tablets wären trotzdem noch nicht machbar. Keins davon. Stimmt. Uns fehlt der Spiegel. Ja, ein Spiegel oder ein Hookshot für das andere oben. Das geht auch. Ja. Machen wir erstmal Back of Escape jetzt. Naja, da liegt nichts, das wissen wir schon. Also eine Bottle, glaube ich, ist da, aber mehr auch nicht. Eine Green Goo, glaube ich. Also wir hätten jetzt theoretisch schon mal die Macht zu wissen, dass wo wir einen Tempered Sword herkriegen. Also ein Schwert fehlt noch. Richtig. Gehst entweder Catfish oder Eastern rein. Bist du bei Tempered bei beiden. Das letzte fehlt uns. Aber das macht am Ende auch nicht mehr den Unterschied, ob du mit Tempered oder mit Butterswert zu Ganon gehst. Das sollte für beide Runner keinen großen Unterschied machen. Jupp. Da ist der Big Key. Ja, Vanilla ist das Even Randomized. Ja. Blackie wird da auch nichts finden. Ich glaube, da lag nur Geld rum. Leider, leider. Und ja, jetzt die Frage, wo geht Blackie jetzt hin? Und Skunkner muss zum Boss. Ah, oh, ist das eklig. Es war irgendwie 50-50 Chance. Wie so oft. Ärgerlich. Aber er zieht's durch. Wenn du schon da bist, dann machst du's. Also du gehst jetzt nicht vor den Boss. Also wenn du dich schon entscheidest, da reinzugehen, obwohl du ja nicht musst, und dann findest du nichts, außer eine Fetch-Quest, die du vorher gefunden hast, dann gehst du auch zum Boss. Du musst den Gamble komplett durchziehen, ansonsten gamblest du dich zu Tode und der reicht dann doch am Ende nichts. Richtig, man hat schon mal Leute gesehen, die haben early einen Green Pendant geholt und es dann einfach nicht abgegeben. Ich meine, wenn man schon mal gambelt, dann sollte man es auch durchziehen. Richtig. So, erzähl mal Sickit. Sickit nach, ja. Haben wir noch nicht gesehen, kann gleich auch die Flöte aktivieren. Bereitet eure 07er, O7er vor. Salute to the flute. So. Sieht leider keiner. Korrekt. Erstmal in den Chat schreiben. So. Ich bin zu spät. Da hat der Quick-Kill von Armors Knights nicht geklappt. Gelingt mir in letzter Zeit auch nicht mehr irgendwie. Um 10 Pfeile zu erhalten. Das ist richtig, richtig, richtig ärgerlich. Bitte. Ich würde mich nicht wundern, wenn Skunkner jetzt in Front of Escape reingeht. Becky findet die 300 Rups in der Bibliothek. Oder erstmal Fake Powder macht, beziehungsweise Mushroom abgeht. Das Problem ist, dass ihm halt die Flut fehlt. Ja, die Checks hat Blacky nie gemacht und hatte damit recht. Wenn da die Race gehen mit Boots, das hätte so viel Zeit gekostet, zum Beispiel. Es sind halt Entscheidungen, die du triffst, die sind dann entweder richtig oder du hast nur diese 50-50 Chance. Naja, also sagen wir, es gibt zwei Möglichkeiten, aber die Chance ist doch eine andere. Ja. Das ist die prozentuale Chance. So, jetzt Skunkner findet sein Buch, eine weitere Fetch-Quest quasi. Blackie möchte die Pfeile nicht haben. Skunkner öffnet sich damit halt auch Desert und könnte dann einen Red Crystal abholen. Könnte er. Er wird jetzt aber erstmal die Front von Escape, glaube ich, mitmachen. Also zumindest hoffe ich es, weil da noch was liegt. Also da liegen noch alle Checks, 3 Stück, glaube ich. Das wäre das Beste für ihn. Damit könnte er, je nachdem, was da liegt, auf Blackie vielleicht ein wenig wieder gut machen an Zeit. Genau. Und irgendwo muss auch Progress liegen hier. Blackie ist jetzt auch unterwegs zu Smith's Chain. Geht wahrscheinlich die Smith's Chain ab.
Richtig, und irgendwo muss das liegen. Beide suchen jetzt irgendwas einfach. Irgendwas, also, oder es liegt halt auf dem Berg. Das sind ja zwei Checks zurzeit in Logik, aber nur zwei. Ja. Irgendwie muss irgendwo was liegen. Könnte aber auch der Progress liegen, den wir benötigen, um den Berg aufzumachen. Ja, also, ne? Kann ja, also Berg ist ja theoretisch erreichbar, aber halt nur zwei Checks zurzeit. Mal gucken, wie es irgendwie weitergeht. Entweder, also wir könnten zum Beispiel ein Fire Rod gebrauchen, einen Spiegel, Hookshot. Ja, ne? Also gut, Sora ist auch noch in Logik, aber Flippers könnten auch noch was bringen, irgendwie, keine Ahnung. Wie der Seed uns jetzt hier blockiert. Der ist schon sehr in die Länge gezogen, gefühlt am Anfang. Das ist auch etwas für Leute, die jetzt neu mit dem Randomizer anfangen. Wir haben auch relativ viele neue irgendwie. Aber es wissen wahrscheinlich viele, also den Schmied kann man eben ohne Spiegel machen. Indem man ihn einfach mitnimmt. Sofern man noch keinen Spiegel hat, spawnt man nämlich auf jeden Fall in der Light World, wenn man vorher in der Dark World war. Auch wenn man Agar besiegt hat. Erst wenn man einen Spiegel hat und Agar besiegt hat, wenn beides zutrifft, dann spawnt man wieder in der Dark World, wenn man da safe and quittet. Aber ja, da hat man ja auch einen Spiegel. Richtig. Illus schreibt gerade in den Chat, Zeit für den Petplay. Ja, hab ich auch schon gelesen. Wird wahrscheinlich kein Pet werden. Würde mich wundern. Nicht aus. Oh, da ist der Hookshot. Da ist unser Progress. Nice. Jetzt entscheidet er sich natürlich, auf den Berg zu gehen und nicht weiter die Smith Chain zu machen. Das würde ich ganz genauso machen. Jetzt hast du den Progress gefunden. Vielleicht nimmst du hier noch kurz den Spawn mit. Ja, das machst du eigentlich immer, wenn du auf den Berg gehst und die Lampe sowieso hast. Ja, und dann gehst du... Oh, das ist jetzt, sehen wir von Skunkner, eine Pilzabgabe. Kein Fake-Powder-Versuch. Nee, doch keine Pilzabgabe. Es wird doch Desert. Er hatte gerade den Pilz erst angewählt. Ja. Also beides hätte ich verstanden. Oder alles drei. Ja, ich glaube, an Skarkners Seite will man jetzt eigentlich in Logik bleiben, beziehungsweise man will irgendwas machen, wo der Gegner nicht hingeht und man dann selber was rausziehen kann. Aber das wird jetzt hart für ihn, sowas zu finden. Dadurch, dass er jetzt schon zweimal bei Blind gestorben ist und sein Gamble in Eastern nicht aufgegangen ist. Aber er hat Glück im Unglück. Blind lockt gar nichts. Ja, das ist wohl richtig. Und ich hoffe, dass er auch darauf spielt. Also er könnte jetzt natürlich darauf spielen, so schnell wie möglich wieder das nachzuholen, um die Red Bomb zu machen. Aber ich hoffe, er spielt jetzt einfach darauf, dass Blind auch nichts lockt und dass er ihn dann später macht, wenn er Boots hat und so, dass er dann möglichst schnell zu Blind kann. Das wird schon Scheiße. Er wird Blind last locaten. Als allerletztes wird er zu Blind gehen. Das wird er vorher nicht mehr machen. Das hoffe ich. Der Crystal ist. Da ist ein Quake, wo wir noch nicht rankommen. Und da liegen nur Blaubeeren rum. Blaubeeren ist auch gut, ja. Das sieht doch genauso aus. Also ja, da singt der Yoshi was für uns. Da singt man immer was da in der Satte. Singst du uns auch einen vor? Nee, ich nicht. Okay. Sonst geht die Zuschauerzahl ganz schnell auf null runter. Ist richtig. Also, Illus, ich denke schon, dass er Blind auch machen wird, wenn es denn in sein Routing wieder reinpasst. Aber er wird es jetzt halt nicht vorziehen. Ich hoffe, dass er es jetzt nicht so schnell wie möglich macht, sondern so spät wie möglich. Ja. Einfach nur, weil da liegt nichts hinter und er ist ja schon zweimal gestorben. Das heißt, er ist ja sowieso hinten. Das wird ihn einfach nicht nach vorne bringen. Ich hoffe, dass er auch das einfach darauf spielt. Ja, er checkt die Torch. Oh, da sind die Boots. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Oh, Boots und Flöte für Blackie. Damit wird der Seed jetzt relativ zügig. Da jetzt auch die Flöte für den Skunk. Ja, natürlich. Die Flöte hat jetzt Gangner auf jeden Fall auch geholt, das ist gut, aber dass jetzt Blackie die Boots noch findet, ist ein bisschen ärgerlich, finde ich, weil das hätte jetzt Gangner vielleicht noch ein bisschen Zeit geben können, die er irgendwie durch die Wege noch aufholen hätte können. Das ist jetzt Blackie schon sehr weit vor. Ja, das kann sich alles noch ändern, je nachdem. Also wir haben jetzt sehr viele Locations offen, es fehlen noch einige Items. Also, gucken wir mal, wie es sich so... Ich würde jetzt sagen, ja, Blackie ist auf jeden Fall ein bisschen vorne, aber
das kann ja, sich alles gut ändern. Unspannend ist es nicht, das ist wohl richtig. Je nachdem, wie es Gangner routet und nachher, was dann aus sich ergibt, wie viele Items auf dem Weg liegen. Wenn jetzt wirklich alles auf dem Weg läge, dann ja, wäre es sehr langweilig. Also als Items, die wir noch unbedingt benötigen, ist auf jeden Fall ein Fire Rod. Und was benötigen wir noch eigentlich? Ach ja, je nachdem, ob wir noch Medaillen brauchen oder nicht. Also das ist auf jeden Fall noch nötig. Ein Medaillen schon haben und das zweite wissen wir auf jeden Fall, wo es liegt. Ja, da hast du eine relativ gute Chance, dass du in Maya reinkommst. Endlich ein Bugnet. Also irgendwie brauchen wir auf jeden Fall noch ein Fire Rod und eventuell ein Medaillen. Also die Chance ist halt ein Drittel, dass wir in Maya reinkommen. Ja. Also so gut ist sie jetzt nicht, aber ist eine Chance. Ja. So, gucken, wie Skunk sich bei Lanmolas schlägt. Ja, hat jetzt ein besseres Schwert, benutzt das dann auch. Ja. Geht hier hat mit jetzt auch nicht so viele Pfeile. An. Oh Gott, ey. Hat den Small Key, entscheidet sich jetzt hier für die Taktik hier, das unten ja, nicht mitzunehmen, ist natürlich sinnvoll. Also finde ich sinnvoll. Den Herapod mit Hookspeed. Finde ich gut. Wenn man es beherrscht, definitiv. Er ist ein bisschen schneller und der Tito hat mir das ganz gut erklärt. Da gibt es eine ganz schöne, tolle Methode, wie man sieht, wie man richtig steht. Du darfst es uns gerne erläutern. Er ist ein bisschen schwierig, ohne Bild das zu erklären. Das gucken wir nachher, wenn Skunk macht. Ich wollte gerade sagen, Skunk kommt ja nachher nochmal hin und dann können wir da nochmal kurz drauf eingehen. Also Sache ist halt die, du willst halt, bevor du dich schräg bewegst, möchtest du in dem Teil stehen, in diesem Teil, was auf dem Boden gemalt ist und nicht links davon und nicht rechts davon rüber ranken. Und dann weißt du, du stehst richtig, um dich schräg zu bewegen. Fertig. Das sehen wir gleich. Klingt erstmal einfach, ist es aber nicht. Das kann ich euch hiermit versprechen. Ja, die Schrägbewegung musst du halt noch ein bisschen gucken. Aber selbst wenn du dreimal dafür brauchst, ist es immer noch schneller als ein Bombjump. Blacky arbeitet hier mit Spins, wobei die ja nicht. Ah, er hat das Master. Ja, okay, gut. Natürlich. Also Spins oder Hammer, man kann beides nehmen. Oh Gott! Und da ist der Fire Rod. Das ist eventuell das letzte Item, was wir brauchen. Mit ganz viel Pech fürs Gangner. Also, da können wir jetzt gucken. Also, an Blackys Stelle würde ich so schnell als möglich. Natürlich kann man noch ein paar Sachen auf dem Berg mitnehmen. Aber trotzdem, danach würde ich so schnell wie möglich zu Maya. Ich meine, wenn man schon mal hier ist, nimmt man jetzt auch die Dark World Checks mit. Aber trotzdem so schnell wie möglich gucken, ob man schon im Go-Mode ist, in Maya. Ja, machst den Berg full clear, dann gehst du nach Maya, damit du weißt, ob du noch was suchst oder nicht. Und dann, let's go. Während ja, Skunk hier die Flöte aktiviert. Ja, ich sehe Skunk auch bald auf... wo war nochmal der Hochshot? Ich bin jetzt gerade... wo war er denn jetzt nochmal? Wo Skunk war mit bei Lanmolas. Ja, aber auf dem Schmied liegt jetzt der Hookshot, ja. Da sehe ich jetzt Skunk auch richtig. Bald. Ich hoffe nicht, dass er jetzt in Thiefstone reingeht. Ich meine, er ist in der Nähe, aber es wäre mit Boots noch ein bisschen schneller. Und man ist später eh nochmal da irgendwie. Also kann er ganz schnell hin. Aber er macht's. Ist egal, ist jetzt auch nicht so schlimm. Eiswald brauchen wir nicht, Flippers brauchen wir auch nicht unbedingt. Wir sind eventuell im Go-Mode, eventuell nicht. Wir sind gerade in Schrödingers Go-Mode. Wir wissen nicht, ob wir im Go-Mode sind oder nicht, bis wir Misery Maya Medaillen checken. Und dann ist man im Go-Mode, solange man den Fake Flipper oder den Waterwalk beherrscht. Und ich denke mal, das können die beides. Das werden beide Runner definitiv beherrschen. Also falls das Medaillen stimmt. Das wäre jetzt ein bisschen langweilig, wenn das mit Dalien stimmt. Aber das aktuell, so wie der Seed gerade läuft, gehe ich nicht davon aus, dass wir jetzt nochmal auf eine Medaillenhand gehen. Ja, ich meine, ich möchte es nicht jinxen, aber es wäre ein bisschen langweilig, wenn das mit Dalien stimmt. Völlig richtig. Ich sage, also die Chance ist ja zwei Drittel, dass das mit Dalien nicht stimmt. Also ich sage, das stimmt nicht. Da gehe ich immerhin mit der Chance. Na ja gut, wo Quake liegt, wissen wir ja. Dazu bräuchten wir dann halt den Mirror. Wenn's Quake ist... Oh, jetzt sehen wir
ein rotes Lucario mit weißen Ohren. Ja, und Skunkner zum dritten Mal bei Blind, den er jetzt dann tatsächlich erledigt. Ja, jetzt, sogar relativ low on life, trotzdem alledem. Ist wieder ein bisschen gestruggelt. Hat vorher die Flöte aktiviert. Ich hoffe jetzt, dass er den Schmied mitnimmt. Also, hat er ja vorher mal gezeigt, wie der Hammer funktioniert. Ich hoffe, er nimmt er mit. Wäre wünschenswert für ihn, weil dann hat er auch wieder. Sehen wir Blacky in Kingstown? Warum checkt Blacky jetzt nicht erst, ob er im Go-Mode ist? Vielleicht nicht so richtig auf dem Schirm. Spiegel für Quake, glaube ich. Aber kann man machen, kann man auch ein bisschen noch warten, ob man es machen muss. Ja, man könnte jetzt das erst tatsächlich checken, zumal man ja sowieso zwei weitere Checks abfahren kann, wenn man in die Maya Area reingeht. Oh, also, wie schön. Ja, wie schön ist das denn jetzt? Skunkner nimmt tatsächlich den Schmied mit und gibt ihn ab, wird dann tatsächlich den Hookshot nehmen, wird hundertprozentig nice. Dann auch auf den Berg gehen, wird dann auch hundertprozentig die Boots finden, wird auch dann auf jeden Fall in Tower of Error reingehen und dann auf jeden Fall auch den Fire Rod finden. Das heißt, er ist auf der richtigen Spur. Es ist absolut nicht abzusehen, dass er jetzt irgendwas falsch machen würde. Nein. Während wir jetzt hier tatsächlich Blacky in der Maya Area sehen. Jo, Skunkner also ein bisschen hinterher, aber... Das ist noch nicht vorbei. Es ist erst vorbei, wenn du über die Brücke drüber läufst. Ich habe immer noch nicht gesehen, was das ist. Da ist zu wenig rechts auf dem Bildschirm gewesen. Ich glaube, Blacky hat es auch nicht sehen können. Warte. Skunkner macht jetzt erstmal Fake Powder. Das ist Blacky hat es auch gar nicht gecheckt. Du müsstest einfach nur nach rechts springen. Egal. Oh, es Bombos. Ist Bombos. Wir sind noch nicht im Go-Mode. Und es geht weiter. Bombos liegt. Wissen wir nicht. Ah, wir wissen, wo es Bacon läge, aber Bombos, keine Ahnung. Naja, im klügsten Fall machst du jetzt deine Crystal Dungeons und hoffst auf Bombos. Jetzt ärgert sich hoffentlich Blacky, also ich würde mich zumindest ärgern, dass man nicht geguckt hat, was Turtle Rock braucht. Ja. Würde man nämlich jetzt wissen, dass Turtle Rock auch einen Bombos braucht, dann würde sich viel vereinfachen. Ja. Richtig, so musst du dann jetzt nochmal hoch, musst du gucken, was braucht Turtle Rock. Kannst du den Turtle Rock reindippen? Falls ja, wäre natürlich möglich, dass auch Bombos dort liegt. Ja, oder sogar auf dem Pad. Das wäre natürlich das Schlimmste. Ja. Was dann aber wieder Skunk ein bisschen Zeit wiedergeben würde, dadurch, dass er Eastern schon abgeschlossen hat. Das wird jetzt Blacky auch machen. Also ziemlich sicher, dass Blacky jetzt auch das abschließt, weil Blacky schon hier ist. Ist jetzt natürlich fragwürdig. Blacky könnte natürlich auch Ice Palace, hätte natürlich direkt zu Ice Palace gehen können oder zu Skywoods, obwohl in Skywoods kein Item mehr ist. Aber in Ice Palace wären halt noch drei gewesen. Ist auch machbar, ist ein Crystal Dungeon. Liegt wahrscheinlich daran, dass Blacky Angst hat, hier was geskippt zu haben, das der Gegner schon geholt hat. Und Skunk gibt den Pilz ab. Hat vorher Fake Powder gemacht, das hat leider nichts gebracht. Und der Pilz bringt leider auch nichts. Keine wirkliche Progression. Ärgert sich, macht ein paar Slashes. Geht jetzt auf den Berg und ist jetzt auf dem richtigen Weg. Bin ich mal gespannt, ob Skunk TA checkt. Oder vielleicht sogar reingeht. Jetzt schon reingehen? Ich glaube ich nicht dran. Weil er weiß aber, dass das Bombos für Maya required ist und dass er das braucht. Und dass er das suchen muss. Das weiß Skunk? Nee, das weiß Skunk nicht. Skunk war eben in der Maya Area. War er? Oh, da habe ich nicht hingeguckt. Also Blacky war da. Ich dachte, nee, Skunk war doch nicht da. Blacky war eben auch, aber ich müsste mich jetzt ganz bös irren. Ich hätte Skunk jetzt tatsächlich eben in der Maya Area gesehen. Echt? Boah, da habe ich was verpasst. Chat. Einmal kurz bitte um Nachricht. Ja, kann sein. Ich habe ein bisschen zu Blacky geguckt. Skunk war Maya Area. Ja, ja, siehst du? Ja, also liege ich gar nicht. Ja. Liege ich gar nicht. Ja. Nice. Gut, dass ich dich habe. Da ist das Tempered für Blacky. Gut, dass ich dich habe. Was würde ich nur ohne dich tun? Nicht kommentieren. Ja, so, Skunk hat Quake gesehen. Richtig, das unerreichbare Quake, was wir vielleicht gar nicht brauchen.
Oder vielleicht auch doch. Ja, das wäre jetzt natürlich noch so ein kleiner Hammer. Brauchst Quake, um nach Turtle Rock reinzukommen, um da Bombos zu finden? Fetch Quest City. Nice. Das will ich jetzt sehen. Dann hätten wir jetzt noch ein bisschen Spaß an den beiden Runnern. Die beide tatsächlich keinen schlechten Job machen. So. Der Skunkner holt sich jetzt seine weitere Progression ab. Sorry, war ganz kurz weg, habe ich was verpasst. Nee, Skunk öffnet jetzt, holt sich die Boots, noch ein bisschen Money. Ja, der macht jetzt genau die gleichen Checks hier, der ist jetzt auf dem richtigen Weg, um auch den Fire Rod abzuholen. Richtig, er war noch nicht auf Dark Death Mountain. Ja, ohne Spiegel natürlich noch nicht, wird er aber vermutlich nachher mitnehmen. Also das würde mich sehr wundern, wenn er nachher nicht alles mitnimmt. Da hat er... Hier kann man auch ein wunderschönes Spin-Setup machen, um auf die linke Seite zu kommen. Also möglichst weit links zu stehen, und da muss man nur so weit unten stehen, dass der Schatten des Spike berührt. Man kann auch sich am unteren Rand orientieren. Es gibt ganz, ganz viele Orientierungspunkte. Ja, bei Blackie passiert aktuell nicht viel, da wir wissen, dass in Eastern nichts drin liegt. Genau. Deswegen wäre ein richtiger Moment gerade, um zu sagen, das sind zwei tolle Runner, folgt ihnen doch mal. Ne? Die freuen sich bestimmt auch, wenn man ihnen folgt. Sind sehr schöne Leute. Meistens kann man den Skunken auch angucken. Vielleicht kann man ihn nochmal überzeugen, das tolle Yoshi-Kostüm anzuziehen, auch privat. ja. So, ja. Während der Quick-Kill hier bei Lisandro, sag ich schon, bei Blackie zu funktionieren scheint, ja. Nein, was nicht ganz. Lisandro spielt. Nee. Aber war trotzdem schneller als uns Skunk. Wenn du auf dein Bildschirm guckst und du siehst 2, 5 Namen. Dann bist du ruckzuck mal bei dem Falschen. Naja. Ah ja, uns kann man natürlich auch folgen, also dem Crazy oder Creasy, je nachdem, man darf beides sagen, habe ich gehört. Das ist und richtig. Auch Lisandre. Ah. Ja, oder den guten Third X. Ja. Den wollen wir hier nicht vergessen. Wenn man das möchte. Hier sehen wir das Bomb-Setup, relativ schnell gemacht von Skunkner. Ja, somit konnten wir jetzt tatsächlich nicht über den. Über das andere Setup schwätzen. Ja. Ja, wenn man halt so seinen Favoriten hat und das Bomb-Setup super klappt, dann braucht man es jetzt auch nicht unbedingt. Also ja, ist ja, das, ja, bitte? Ja. Ist ja auch wirklich so, das Bomb-Setup ist jetzt halt also ich sag mal universeller, denn dafür braucht man keine Boots. Richtig. Wir sehen hier Blackie tatsächlich jetzt auf dem Weg zu Zora. Sehr interessant. Setzt hier kein Splash-Deletion auf. Für Waterfall bleibt in Logik. In diesem Punkt würde ich die Logik auch Logik sein lassen. Ja. Liebe O2-Check, mehr mitgenommen. Skunkner will auch mit Swordspins arbeiten. Das ist eben das Problem bei Swordspins, man ist nicht so mobil. Mit einem Hammer ist man wesentlich mobiler und kann dem besser ausweichen. Mit Sword ist man ein bisschen langsamer, wenn man es raushängt und man wird weggestoßen. Kann man machen, wie man möchte halt. Also beides ist möglich. Und wenn der Mold auch nicht so tollig wäre, dann würde es auch klappen. Jetzt wird Turtle Rock immer wahrscheinlicher. Sogar... Also es ist, sagen wir nicht immer wahrscheinlicher, aber es ist... Man will es nicht sehen. Turtle Rock komplett abschließen. Natürlich willst du es nicht sehen. Wenn du reinkommst. Du weißt ja immer noch nicht, ob du reinkommst, aber wenn du reinkommst, kannst du Turtle Rock abschließen. Das ist sehr ekelig. Ich bin gespannt, was Blackie jetzt macht, aber ich denke, er geht auf den Berg. Nein? Nee. Aber wir schließen erst mal Skywards Ende. Oder macht Skywards fertig, was merkwürdig wäre, weil Skywards nicht liegt. Er macht einen Pet-Check. Es ist jetzt, er sieht jetzt, nein, ein Ice Rod, jetzt bin ich's leid, ich guck jetzt das Pet. Doch nicht? Okay, dann, oder doch? Was ist denn jetzt? Wir sind ein wenig verwehrt. Ja, Blackie wusste wohl schon, was ich 10 Minuten später sage.
Ah, Schmied, der Schmied ist schon, der Thief kommt immer näher. Jetzt ein. Das haben wir nicht. Haben wir das Ether-Tablet gesehen? Eben? Haben wir nicht gesehen. Doch, haben wir gesehen. Bugnet. Ja. No Bugnet, no Gurmut. Ah ja, drei Bomben. Das wird nicht egal auf sein. Dem Pet, Pet ist tot. Oh, aber wenn man aber? Jetzt das nicht wüsste, dann könnte es sein. Ah, boom, boom. Das ist doch Bombos. Oh, nein. Skunk weiß nicht, dass das Pet tot ist. Richtig, aber. Das Medaillon checkt und das. Ah, ne, er hat noch gar kein Medaillon. Was? Skunk hat ein Medaillon. Achso, das nicht. Moment, wo lag denn Ether jetzt? Ist das nicht hat? Ich bin es gerade am überlegen. Also, Quake ist klar. Ja, es sind drei Bomben auf Pet, es ist kein Bombus. Es macht nur Boom und dann könnte man sich ja. Ne, vertun. Oh, aber Skunkner ist 6 Sekunden im 7, 8 im Seed. Ah. Peter war back of pot. Da war Skunk. Stimmt, das war diese eine Kiste, in der noch was drin war, die Skunk, wo ich dachte, oh, ist eigentlich gar nicht. Also, der hat sich auch vertan, er dachte, er hätte noch einen Small Key. Das ist richtig, das war, halt das war rein. Das war greedy halt. Es hätte sein können, dass er da. Also er wusste eigentlich, dass da kein Small Key ist. Also es hätte ein Intentional Skip sein können, aber man hat gesehen, dass er die Tür öffnen wollte. Also man hat gesehen, es war keine Absicht. Könnte natürlich jetzt wieder spielentscheidend sein, je nachdem. Da könnte aber auch Medaillen scheiß. Ja, könnte auch je nachdem, sein. Richtig, je nachdem, welches Medaillon wir für Turtle Rock benötigen und ob dann tatsächlich was in Turtle Rock drin ist oder nicht. Zurzeit ist jedes Medaillon gleich wahrscheinlich. Ich würde sagen, es ist nochmal Bombus. Oder es ist ein Quake. Ich bin gespannt, ob er es checkt. Ja. Natürlich. Hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn nicht. Ether Das ist jetzt natürlich sehr bitter für ihn. Ja, Blackie weiß noch nicht, ob er durch Turtle Rock durch kann oder beziehungsweise erstmal rein kann. Ja. Skunkner weiß, dass er nicht rein kann. Skunkner wird da auch ewig nicht rein können, weil er nicht nochmal in Pott reingehen wird. Auf jeden Fall nicht. Und jetzt ist die Frage, ist das gut oder ist das schlecht? Ja. Das werden wir sehen, wenn Blackie Rafe den Versuch starten wird, Turtle Rock zu dippen. Im Prinzip sind 6 Items in Turtle Rock, wovon nur 5 erreichbar sind, denn ich zähle Mimic Cave immer mit. Ja. Allerdings ist das noch nicht erreichbar. Oh, Flippers. Die Flippers. Machen jetzt erstmal Ice Palace in Logik. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Blackie noch nicht in Ice Palace war, weil es noch nicht in Logik war. Es war zwar erreichbar, aber nicht logisch. Ja, nicht nur Ice Palace, auch die 2 Checks an der Waterfall Ferry. Und, die hat er nicht mitgenommen. Genau, und den heimatlosen Mann unter der Brücke. Richtig, Hobo. Hat jetzt, entscheidet sich, okay, entscheidet sich für... Geht erst zu den Checks. Ja, ohne Spiegel sicherlich. Gunk wird jetzt die Red Bomb abholen, ja. Richtig. Um 2 Viertel Herz, um ein halbes Herz zu finden. Oh ja, hier ist auch nicht viel mehr drin. Da sind halt 5 Viertel Herzen drin. 1,25 Herzen. So. Die zählen ja noch nicht, bis man sie voll hat. So, jetzt kein Hobo. Okay, kein Hobo. Ja, der Progress könnte ja auch auf dem Weg sein, ne? Also, das wäre jetzt natürlich das Ärgerlichste für Skunk, wäre, wenn das Bombus mitten auf dem Weg liegt. Ja. Das ist das, was jetzt nicht passieren darf. Weißt du, was Skunk. Ich mich gerade frage? Ja, bitte? Hat Skunk wirklich kein Fire Rod? Bin ich mir nicht sicher, aber der Checker scheint sowieso mal wieder zu hängen. Weil der Ice Rod aus Hera ist auch nicht drin. Moment, der Ice Rod war nicht in Hera, oder? Da war doch der Fire Rod. Der Ice Rod war doch genau das. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Irgendwo war der Ice Rod auf jeden Fall. So, da hat er den Fire Rod, das ist gut. Dann ist meine Frage, warum ist er nicht direkt zu Eis?
Wenn ich mich hinten fühle, dann würde ich doch direkt erstmal Eis machen. Aber naja, egal. Eisblock war Sora. Stimmt. Da ist der Big G. Was kriegt man nochmal? Ein weiteres Schwert. Skanker holt sich auch erstmal das Tempered ab. Ja, dann geht da aber auf jeden Fall Eis, hoffe ich mal. Also mit einem Tempered, das geht. Klar. Das sollst du jetzt echt tun, Skanker. Wenn du fühlst dich wahrscheinlich hinten und das ist ein Crystal und der Progress könnte auf dem Weg liegen, dann wäre es gut. Skanker war noch nicht bei Sora, nein. Ja, wird ihm auch jetzt nichts bringen. Nee, ja, außer den Ice Lord halt, ne? Ja, aber der wird ihm auch nichts bringen, weil es Ether ja nicht mitnehmen wird. Richtig. Richtig. Aber die Hoffnung für Skunk liegt, dass das Bomboss vielleicht auf Trinex liegt. Was? Das wäre ganz schlecht für Skunk. Ja. Das okay, wäre gut für Blackie. Das ist richtig. Also gut für Blackie wäre, wenn das Bomboss in Turtorok wäre, weil Blackie reinkommt. Gut für Skunk ist, wenn das Bomboss irgendwo anders ist. Es wäre zum Beispiel auch gut gewesen, wenn das hier auf dem Weg läge. Skunk entscheidet sich zu Fake Flippern. Die Flippers liegen direkt nebenan Skunk. Ja, aber ist schneller, wenn man es so macht. Also out of logic jetzt natürlich für Skunk, ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Sehr wichtig ist, dass Skunk den Crystal einsammelt und hofft, dass er was also, out of logic findet, was ihn weiterbringt. Ja, ich sag mal, oder seine Checks eben minimiert. Ganz genau. Ohne Spiegel ist es halt absolut nicht nötig, wirklich zu warten, bis Ice Palace in Logik kommt. Kann ja genauso sein, dass die Flippers, und das ist es ja auch, erreichbar sind. Und dann skippt man sie erstmal und dann kann man schneller einen Progress finden. Das wäre also wünschenswert. Richtig, ich habe jetzt tatsächlich den Ice Palace bei Blackie nicht verfolgen können. Bislang 20er Rupee und einen anderen Quatsch halt. Beide entscheiden sich nicht, den Schalter umzulegen. Beide wollen komplett einen Full Clear machen. Ist eine Variante, die man machen kann. Man kann auch genauso gut den Schalter umlegen und hoffen, dass man dann nicht überall hingehen muss. Skunk war nicht Sora, nein. So, jetzt der Boss. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe, hätte der Boss jetzt noch ein Item. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wir werden es gleich herausfinden. Kein Half Magic, darum Green Goo. Oh, hat der Skunk noch Goo? Ich glaube, der Skunk hat keine Goo. Ich glaube auch nicht. Oder gab es irgendwo mal Blue Goo? Das könnte sein. Skunk war auf jeden Fall. Nee. Den Pilz, hat er den Pilz abgegeben? Ja, ja, aber er hat nichts Pilz gekauft. Er hat nichts gekauft? Er hat nichts gekauft. Er ist rein, hat gesehen, da ist nichts, ist wieder raus. Ist nur ein Key auf dem Boss? Oh, da habe ich falsch gezählt. Stimmt, musste ja sein. Da war ja. Wir sind ja von hinten rein in Ice-T. Oh, Skunk versucht einen Bomb. Also. Es gibt ein viel einfacheres Setup, aber Skunk kann natürlich auch das nutzen. Das Setup kannte ich tatsächlich nicht, aber das an der Ecke oben links finde ich viel einfacher. Ja, also man kann sich auch einfach ungefähr mittig hinstellen, ans Loch an der linken Seite und eine Bombe. Zapp. Oh, okay. Ungefähr mittig oder also, dann passt das immer. Gucken, dass das Schwert so irgendwie in der Mitte von der Truhe ist oder oben an der Truhe. Ganz viele Pixel gehen und dann einfach ein Spin-Setup und dann rüber. Geht auch. Also Hauptsache, man hat eine Methode, die klappt. Ist richtig, während Blackie jetzt hier tatsächlich auf den Berg nochmal rauf geht. Ja, war glaube ich noch nicht Dark Death Mountain. Doch, wäre ich der Meinung, hätte er gemacht. Mit Hookshot Cave, weil er hat die Red Mail nämlich. Ah ja, stimmt. Das stimmt. Dann, Er geht jetzt Turtle Rock checken. Natürlich. War natürlich schon auf Dark Death Mountain, geht jetzt Turtle Rock checken. Jetzt, zu dem Zeitpunkt muss man sagen, dass tatsächlich das Spike Cave in Logik ist, was wahrscheinlich die Runner nicht sehen. Logisch gesehen ist es machbar. Praktisch gesehen hatte keiner das Cape geholt. Das Cape ist aber logisch erreichbar. Deswegen wäre Spike Cave tatsächlich in Logik. Sowas muss man sich immer nochmal vor Augen halten, wenn man spielt. Dass das Spike Cave manchmal in Logik ist, obwohl man es nicht weiß. Skunkner benutzt den Pfeiltrick. Das ist ganz interessant.
Aber hat er noch ausgereicht? Hat noch, ah, guck mal, hat er. Hat noch. Hat sogar noch eine rote. Ja, ein guter Fight. Sehr schöner Fight, ja. Jetzt entscheidet sich's. Blacky ist in Turtle Rock. Wird Turtle Rock auch komplett abschließen, außer der Boss hat kein Item mehr. Dann natürlich nicht, weil Blacky weiß, dass auf dem Pedestal nichts liegt. Aber auf jeden Fall sehr weit durchgehen. Und ja, wenn da jetzt... Laser Bridge gehen, ja. Wenn da jetzt irgendwie das Bombos auftaucht, dann hätte Skunkner ein Problem und es wäre für Blacky sehr gut. Dann ist das Race eigentlich gelaufen, nämlich. Ja, eigentlich. Also behalte das Wort eigentlich mal in großen Buchstaben irgendwo geschrieben stehen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass nicht. Dann. Ne, aber es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich dann. Wenn es da liegt, wie gesagt, wenn es nicht da liegt, dann ist es gut für Skunkner. Wenn allerdings es im Mimic Cave läge und hier kein Spiegel ist, dann ist das sehr schlecht für Blacky. Und wiederum gut für Skunkner. Aber wir warten einfach ab. Es gibt so viele Möglichkeiten. Skunkner hat hier die King's Tomb auch schneller mitgenommen. Den Trick benutzt, sich zur Seite zu drehen. Geht ultra fix. Und Blacky hat jetzt noch nichts gefunden. Ja, in der Front gibt es jetzt, glaube ich, auch nur zwei Chancen auf ein Item. Hat jetzt schon ein Dungeon-Item gefunden, also nur noch eine Chance. Leider, hier muss jetzt jeweils ein Small Key kommen. Hat den Big Key schon, somit, ja, weiß man nicht, was auf der Lava-Chest liegt. Wird die Lava-Chest aber hundertprozentig mitnehmen. Naja, muss er. Dann bleibt ja gar nichts anderes übrig. Skunkner geht noch. Ach ja! Right Side Desert ist noch ein Item. Das ist gar nicht so unklug. Ja, ist eigentlich auch eine der letzten Sachen, die ihm noch verbleibt. Also, ich meine, also, es gibt noch ein paar andere Checks, wie zum Beispiel Sora und so. Oder Pot. Und Tobo. Aber ja, im Pot ist auch nur noch ein Check. Ja, aber das ist der wichtigste für ihn. Ja, er weiß, da ist noch ein Check. Entweder ist es der wichtigste oder es ist einer, den ihn absolut hinterherlässt. Weil wenn er das Ether findet, wird er auf jeden Fall in Turtle Rock reingehen. Und wenn in Turtle Rock jetzt nichts ist, dann wird ihn das auf jeden Fall wieder zurückwerfen, während er jetzt andere Checks macht als Blacky und ihn das Race retten kann. Richtig. Also das Ether wäre jetzt schlecht für Skunkner, so oder so. Selbst wenn das jetzt in Turtle Rock des Bombus liegt, dann schafft Skunkner das Aufholen eigentlich nicht mehr. Naja, da ist Blacky zu weit vorne dann. Also es würde sehr knapp werden. Jetzt wird es interessant. Sehr, sehr schwierig. Oh, ja, nicht, da kann er direkt safe and quitten oder rausgehen. Leider, leider, leider. Aber er macht, oh, er nimmt den schnellen Ausgang. Das vergessen auch viele, dass man weil der Ausgang zu nichts gut ist, außer wenn man wirklich raus will. Und die Flöte dabei hat. Ja, wobei, du könntest theoretisch auch noch rechts nach Regina rübergehen, wenn du es noch nicht gecheckt hättest. Jetzt holt er sich seine Flippers ab, wird dann wahrscheinlich die restlichen Water-Checks machen. Also, dann was heißt die restlichen? Alle Water-Checks? Ja, dann wird sich auf jeden Fall den Ice-Rod abholen. Ja, dann wird er sich überlegen, was passiert. So, jetzt wird's spannend. Nein. Okay, dann Laser Bridge. Ja, oh, ein Check gibt's noch. Ein Check noch vorher, ja. Richtig. Und dann Laser Bridge. Das Schlimmste wäre, also dumm wäre es für Blacky tatsächlich, wenn, egal, das sage ich, wenn es soweit ist. Bitte. Ich höre mir zwar gerne immer deine Theorien an, aber wir verschwören uns in Theorien langsam. Ja, es sind echt viele Theorien. Also wenn halt tatsächlich es irgendwas auf Mimic, also das nötige Item auf Mimic Cave läge und dann der Mirror auf der Laser Bridge ist, man aber vorher den Safety Exit genommen hat, ist es halt schlecht, dahin zurückzukommen. Das ist das, woran ich gerade gedacht habe. So, hier wissen wir, dass da nichts liegt. Skunkner war, glaube ich, noch nicht bei Hobo. Nee, Skunkner war nicht bei Hobo, den hat er auch geskippt. Wird jetzt aber erstmal zu Zora gehen. Ja. Während wir jetzt die Laser Bridge sehen. Ja, da ist der Safety Exit, der auch 100 Pro genommen wird.
Und das ist halt immer das Problem, das muss man halt im Auge behalten. Ist natürlich sicherer, aber ne. Macht schon viel aus, da starten zu können. Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass das jetzt so aufgeht, wie ich das jetzt heraufbeschworen habe? Ja. Nichts. Was war das? Habe ich nicht gesehen? War nur Rupees. Naja. Eisrod würde ich sogar liegen lassen an der Stelle. Und da ist jetzt nur noch der Schlüssel. Yep. Das heißt, ein Item müsste noch auf Trinex liegen. Richtig. Oder? Ein Item noch auf Trinex, deswegen hier der Death der Heart Refill durch den Tod. Absicht. Naja, okay. Ja, mit einem halben Herzen willst du jetzt nicht dahin gehen. Die ist richtig. Ich habe mich jetzt eben nur gewundert, ob das jetzt Absicht war. Beziehungsweise ich habe mich gefragt, ob das Absicht war oder nicht. Aber ja. Man kann theoretisch noch alle Magic wasten und dann Fake powdern, weil Blackie noch das den Mushroom hat. Man kann auch die Federn fangen, theoretisch, für noch mehr Sicherheit, aber das kostet alles so viel Zeit. Da spielst du lieber einfach gut. Du könntest auch einfach gut spielen. Das ist völlig richtig. Genau. So. Gank wird wohl die Chest abholen. Absolut. Interessantes Setup, wie er da durchläuft. So, jetzt wird's spannend. Okay. Wenn es jetzt ein Trinex, also ja, ich hoffe, dass Gank nicht zurückgeht zu Pot. Wenn wir irgendwann sehen, dass Gank nach Pot geht, dann ist alles gelaufen. Also dann wird's, also dann sehe ich das nicht mehr, dass das passiert. Es wird dann auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwer, weil Blackie hat auch nicht mehr viele Checks offen. Ja. Also ein Spiegel würde uns noch einige Checks bringen. Ja. Aber bislang ist nicht sehr viel offen. Nicht mehr sehr viel offen, das ist korrekt. So, der Kampf war schon mal sehr nice. Half Magic, schade. Und da Bombus. Ist das Bombus. Es musste da sein. Also ich hab jetzt außer Hobo, habe ich jetzt auch keinen weiteren Check mehr auf der Liste gehabt. Nee. Ja, jetzt müsste es eigentlich gelaufen sein. Das Gang geht jetzt noch zu Hobo. Steckt ja. Hobo ab. Wird alle anderen Checks noch mitnehmen, die er noch haben sollte. Es sind nicht mehr viele. Dann wird er wieder Pot dippen und dann. Ja, also es ist jetzt auch sinnvoll von ihm, nicht direkt zu Pot zurückzugehen, weil er es ja halt so lange gelassen hat und dann sollte man bei seiner Taktik bleiben. Aber es ist jetzt, Blackie ist jetzt in Go-Mode, wie gesagt. Und das sehe ich jetzt nicht mehr, dass man das einholen kann. Man muss erstmal nach Pot nach hinten laufen. Das ist jetzt nicht so weit, aber man muss erstmal zu Pot laufen. Das ist weit. Und das ist dann schon unschön. Hier ist nur eine Bottle. Konnte jetzt auch eigentlich nichts mehr sein, was Gangner nach vorne wirft. Wie gesagt, ich habe jetzt nur noch Hobo und Spy Cave gehabt als logische Checks, die noch offen waren und auch bei den Logik waren. Mehr habe ich jetzt nicht gesehen. Und das hat sich jetzt leider nicht so ergeben. Es war leider tatsächlich Turtle Rock. Was macht das Gang jetzt? Geht der jetzt Bombus Tablet checken? Ne, das hat er doch schon gemacht. Ether hat er schon gemacht. Er geht jetzt zu Spy Cave, wie gesagt. Er weiß, dass Spy Cave in Logik ist und macht jetzt Spy Cave. Naja, okay. Laundry, also oder auch nicht. Wäre noch Trinex offen, aber dafür braucht er erst das Ether, welches sich in Pot befindet. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Was? Jetzt? Ich weiß auch nicht, was er macht. Wir werden es gleich erfahren. Er wird gleich merken, dass er nicht zu Trinex rein kann. Er weiß, dass er nicht zu Trinex rein kann. Also er hat es gecheckt. Ich frage mich, was da los ist. Richtig. Er hat ja auch gar kein einziges Medaillon, also insofern weiß er erst recht, dass er nicht reinkommt. Das zusätzlich, ja. Er kann ja keins haben, wir wissen ja, wo alle liegen. Ach, er geht Basement checken. Hera, Basement war noch ein Item? Oh, das habe ich nicht gesehen, dass das noch ein Item war. War da noch ein Item? Ich glaube ja. Offensichtlich. Sonst würde er nicht hingehen. Ja. Ja, und danach macht er dann anscheinend dann Spike, weil er wollte erst in Spike, glaube ich. Es sah so aus, als wollte er in Spike rein. Oder er wusste nicht, dass er kein Spiegel hat, irgendwie. Ja, das, wie gesagt, es ist logisch, dass er Palace of Darkness nach ganz hinten schiebt, weil er es muss. Das ist einfach die einzige Chance, die er noch für sich sieht. Er weiß ja nicht. Ne? Ja, leider ein bisschen verkehrt gestanden. Ich empfehle immer, das unterste Pack mitzunehmen, aber beim Nicht-Tile-Shuffle ist es eigentlich egal. Da kann man auch die linken drei nehmen. Da ist es wahrscheinlicher, dass man draufsteht. Nee, sag. Naja, ich wollte gerade nur sagen, eigentlich kann für Blackie jetzt nicht mehr viel passieren.
Nö, solange jetzt Blackie nicht andauernd irgendwie stirbt, kann da nichts mehr passieren. Selbst wenn er den Key in jedem Dungeon, den er noch machen muss, was ja nur noch zwei sind, ja, eigentlich, also Skyward sehe ich jetzt nicht damit, weil man da keine Keys mehr sucht. Ich wollte gerade sagen, du hast nur noch den und nur noch GT. Genau, dann selbst wenn er den Big Key da jeweils last located und Skunkner den jeweils als erstes locaten würde, würde das immer noch nicht genug Zeit bringen. Die Skunkner leider hinterher. Also er muss ja den ganzen Weg nochmal rein. Er hat jetzt nicht Spike Cave? Nimmt doch Spike, doch jetzt Spike Cave. Nimmt das Spike mit. Er musste Safe and Quitten, sonst hätte er wieder hochgemusst, was der... Nee, er nimmt nicht Spike Cave mit. Interessant. Oh, das ist interessant. Vielleicht weiß er doch nicht, dass es in Logik ist. Also an Skunkner Stelle hätte ich jetzt erst alle anderen Checks gemacht als Pot. Er macht jetzt Pot. Ja. Also, wir wissen, dass das der einzig logische Check für ihn ist, weil nur das ihn weiterbringt. Naja, also wie gesagt, Spike Cave ist auch absolut in Logik für ihn, wegen des Capes, was ja absolut in Logik abholbar ist. Ist aber richtig. Da das hat er vielleicht auch wieder... Da denkt er vielleicht gerade auch nicht dran. Ich könnte mir vorstellen, dass die Nerven bei ihm schon ziemlich... Die sind durch. Ja, also die Kamera ist nicht wieder angegangen. Glaube ich. Vielleicht ist sie auch hängen geblieben. Ich meine, das hatte ich jetzt mit meiner Kamera auch. Wir wollen nichts beschreien. So eine Kamera bleibt auch gerne mal hängen. Technische Probleme hat jeder mal. Aber ich könnte es verstehen, wenn das auch einen anderen Grund hatte. Ja, das ist richtig. Das ist völlig richtig. Man steht arg unter Druck. Es ist, Blackie führt schon 1-0. Dann stirbst du zweimal. Dann lockst du dich. Ja. Ist schon nicht schön gelaufen für ihn. Ich lehne mich jetzt auch nicht sehr weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt sage, dass ich jetzt nicht mehr daran glaube, dass Gagner das jetzt noch hier aufholt. Und es dann wahrscheinlich ein 2-0 für Blackie Rafe wird. Ja. Womit Blackie Rafe dann auch weiter wäre und als nächstes gegen Duden ran müsste. Während Skunkner dann gegen Tanvir, glaube ich, spielen darf. Ja. Wahrscheinlich. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass Skunkner das Race so früh ist und Skunkner leider keinen Wein trinken konnte. Das hat er mir vorher auch gesagt. Er hat leider noch einen Termin, hat abends keine Zeit und deswegen kann er jetzt leider keinen Wein trinken. Daran liegt es wahrscheinlich. Das wäre möglich. So, Blackie gleich schon bei Vitti. Genau, kein Spooky-Action, muss er ja auch nicht, ne? Nee. Die Frage ist für mich, fühlt sich Blackie so vor, dass er das ganz normal und ganz safe runterspielt? Ich würde sagen... Er hat versucht, ne? Ja, er hat schon einige Checks gemacht, aber... Also könnte denken, dass der Gegner vielleicht, aber mit dem Turtle Rock so... Der Turtle Rock, der hat ihn vielleicht nochmal gefühlt nach vorne gebracht. Ja, ich glaube, bei Turtle Rock hätte man ein gutes Gefühl, dass da jetzt das Bombus lag. Bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass sich Blackie wirklich hinten fühlt, aber vielleicht auch nicht sehr in der Lead. Ne? Also ich glaube, Blackie denkt, dass er ein schwache Lead hat. Also so könnte ich mir vorstellen. Mhm. Obwohl es ein bisschen mehr als schwach ist. Also Skunkner muss durch gesamt TR durch und das ist ein langer, langer Dungeon. Das ist ein sehr langer Weg. Er muss jeden Check mitnehmen. Währenddessen dann wahrscheinlich schon Richtung GT laufen wird, wenn er fertig ist. Jo. Blackie hat nur noch Skull Woods und das ist nur noch die Motte legen. Genau, nur noch die Motte legen. Ich glaube, bei Smorky sieht es auch gut aus, dass man nur noch den unter dem Pott braucht oder vom Gegner. Er hat die komplette Front mitgenommen, Freund, ja. Ja, also ein Smorky hat er noch in der Tash. Einen weiteren bräuchte er jetzt noch dann für die Motte, aber dann kann man ja beliebig holen und ja. Also, das wird ein schneller Fight gleich gegen die Motte mit Tempert. Und 12 Herzen. Und der Red Mail. Ja, gut, das Blue Mail wäre genauso gut. Einen Schaden. Bei der Red Mail macht die Motte einen Schaden. Also Spikes auf jeden Fall einen Schaden, das ist klar. Ja, Traps machen immer einen Schaden. Und die Motte macht normalerweise 2 Schaden, aber mit Blue Mail ist das schon genug und Red Mail erst recht. Vielleicht trinkt er heute Abend eine große Flasche Wein, der Skunkner. Aber vielleicht wollte er auch gegen Tanvir spielen.
Was macht Blacky jetzt? Blacky geht jetzt zu GT, stellt sich dann davor und guckt den an. Ist nicht sein Ernst, oder? Doch, das ist mir auch schon häufiger passiert. Du hast Skywoods weggetrackt, weil da alle Items raus sind. Du hast alle Items raus und dann stehst du einfach vor dem GT und guckst dir das an und überlegst, was ist da los? Manchmal stehst du auch bis zu 5 Sekunden davor, bis du bemerkst, dass, dass die Animation gar nicht kommt, auf die du wartest, dass sie fertig ist. Das stand ich auch schon mal. Stand da auch schon mal 5 Sekunden vor und dachte mir, hä, warum ist immer noch nicht offen? Das macht er jetzt nicht. Das ist richtig, um Gottes Willen, das kann er sich richtig leisten. Aber ich meine, dass mir das als Anfänger passiert, okay, klar. Aber er ist doch erfahren genug. Nein, wow. Das kann nicht immer passieren. Das ist jetzt wirklich. Ja, ist richtig, aber ich hätte es jetzt halt nicht erwartet. Also vor allem nicht in dem Spiel. Nicht so, wie er jetzt die ganze Zeit geroutet hat und selber auch gespielt hat. Ja, also wie er geroutet hat, schon ganz okay. Da war jetzt nichts groß Unnötiges dabei, denke ich. Ja, ein bisschen manchmal, aber kann man alles eigentlich so machen. Der Seed hat es halt auch nicht hergegeben. Ich meine, wir haben immer noch keinen Spiegel. Und da hat er es jetzt gesehen. Er hat es schneller bemerkt, als ich das öfter bemerke. Ja. Hat keinen Map-Check gemacht, interessant. Also weiß er wahrscheinlich, wo der Dungeon liegt, den er geskippt hat. Nee, nein, weiß er nicht. Also sonst hätte ich einen Map-Check gemacht in der Dark World, wenn ich es nicht gewusst hätte. Aber das ist. Hat jetzt kurz überlegt, auf jeden Fall. Ging davor und guckte, was, wo. Ich glaube, das kurze Überlegen war kein kurzes Überlegen. Ich glaube, da ist der Kopf einmal auf den Tisch aufgeschlagen. Ja, das kann natürlich auch sein. Ist nicht schlimm. Also es ist ein absolut nachvollziehbarer Fehler. Das ist mir auch schon öfter passiert. Da hast du das weggetrackt, weil du keine Items mehr drin hast. Ja. Oder du hast oder im Kopf weggetrackt. Also nicht nur im Tracker vielleicht. Im Tracker vielleicht nur die Truhen weggemacht, aber im Kopf war es auf jeden Fall weg. Dann liegt das Ding noch so weit außerhalb, dass du es eh nicht siehst. Auf dem Tracker. Das sind Konzentrationsfehler einfach. Also das kann tatsächlich jedem passieren. Aber mich hat es jetzt halt echt gewundert, weil er echt meiner Meinung nach super konzentriert durchgespielt hat. Ja, das ist jetzt kein großer Konzentrationsfehler, finde ich. Also, meinst du nicht? Nee, also ich finde, das ist so ein Konzentrationsfehler, der kann immer mal passieren. Das ist, da fand ich es interessanter, dass Gangner einen Key zu wenig hatte für Dark Maze. Und fest davon ausging, er hätte einen Key gehabt. Das mit den Keys, das kann aber auch vorkommen. Small Keys, Big Keys, da stehst du auch mal vor einer verschlossenen Türe. Vor allem, wenn du im Go-Mode bist. Also jetzt nicht bei Skunk auf der Seite, aber sehe ich auch nicht unselten. Ja, das stimmt, aber ist trotzdem. Also ich würde es trotzdem als größeren Konzentrationsfehler sehen als das gerade. Ja. Also das gerade kann ich sowas von nachvollziehen. Jeder kann ja mal den Checker aufmachen und die zwei Checks da wegtracken und dann sieht Skywoods da ganz oben abseits gar nicht. Also sieht man nicht mehr, das Auge nimmt es nicht mehr wahr. Hat direkt den Key gefunden. Skywoods ist halt auch echt weit weg, ja. Nimmt jetzt hier nicht die Safety Door mit, sondern macht Laserskips, weil ohne Boots auch, also es geht ja beides, weil er sieht aber sehr gut aus. Ne, mit Mirror geht er auf Nummer sicher halt. Wenn er jetzt den Mirror finden würde, kann er so immer noch zurück, aber wir wissen ja, dass es nicht so ist. Mirror also hundertprozentig in GT. So, 7. Kristall für Blacky. Ich denke, damit können wir dann unser Big Key Guessing Game starten. Korrekt. Willst du es einmal erklären? Ja, wir haben 22 Kisten in GT zu finden und in einer dieser Kisten wird unser Big Key sein. Ihr dürft erraten, in welcher Blacky Rave jetzt den Big Key finden wird. Beziehungsweise Checks. Ja, Checks. Kisten, ja gut, ja, einer ist in der Torch, also es sind 22 Checks. Sorry, ich bin als Besserwisser bekannt, ich muss einen Ruf verteidigen. Das ist in Ordnung, ich komme damit klar. Ich habe einen Ruf zu verteidigen, das muss ich machen. Was sagst du denn, hast du schon was geschrieben? Nee, ich bin eigentlich immer eher auf der 8, hat noch keiner gemacht, dann hole ich das jetzt hier mit nach. Ha, ich nehme jetzt die 2, hat auch keiner geschrieben. Die 8 hat keiner gemacht. Rein beabsichtigt? Nee, der war nicht beabsichtigt. Während hier Skunk tatsächlich Trinex relativ in der ersten Phase gut erledigt, löst. Zweite Phase, okay.
Gut, ja, hat jetzt vielleicht eine Sekunde gekostet. Ist jetzt nicht so wichtig bei den ganzen Sekunden vorher. Also, richtig. So, Blacky nochmal auf dem Weg zu Darkness, nochmal auf dem Weg zu GT. Skunkner hat jetzt endlich seinen Go-Mode gefunden, muss immer noch Misery Maya und Skywoods abschließen. Misery Maya, relativ langer Dungeon. Bicky, wie man gesehen hat, ist kein Gottmeier. Also, insofern ist Blacky jetzt, was würde ich sagen, also 5 bis 10 Minuten vorne irgendwie so. Also eine gute Zeit vorne. Ja. Ja. Also, wenn jetzt nichts arg schief geht. Ja, Blacky hat das gesagt und ja, man kann den Wiki mal vergessen, das ist mir auch mal passiert. Ja, es ist mir tatsächlich gestern auch passiert. In verschiedenen Situationen kann das an verschiedenen Stellen passieren. Richtig, es ist halt einfach so. Gut, hiermit stoppen wir das. Richtig. Gibt Dungeons. Oh, da ist der Mirror. Yay, er konnte ja fast nur noch hier sein. Ja. Und kein Key, also sehr schön, dass der Mirror da kommt. Kam es in Handy. Spart, glaube ich, gute 3 Sekunden. Ja. An der Stelle. Da ist ein Key, den nimmt er jetzt mit. Muss man nicht unbedingt, kommt immer drauf an. Vom Layout. Aber es macht schon Sinn, die Keys einzusammeln, wenn du sie siehst. Ja, jetzt hier in dem Randomizer-Room muss auf jeden Fall auch noch ein Key liegen. Also, oder ich glaube, muss sogar. Oder ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich. ich würde jetzt hier 1, 2 Keys vermuten. Die Key-Logik von GT habe ich tatsächlich nicht drauf, aber da hast du tatsächlich einen. So, ja. Zwei Keys, also manchmal sogar 3, aber 1, 2 Keys sind hier dann meistens, wenn du so wenig hast. Das Buttersword, ja, nice. So. Ja, das ist wegen, also... Eben hat Schulze das einmal. Schulze hat es drauf mit GT-Logik. Das ist etwas, was er nicht richtig können muss. Ja. So, wir sind aber bei 7. Skunkner hatte das Bombus, beziehungsweise erstmal das Ether Last Located, was dann natürlich zum Bombus geführt hat. Leider. Was er aber direkt nach Ether gemacht hat. Ja, natürlich. Ja, also dann war es klar, wo er hingeht. Richtig. So, das war die 8. Das heißt, ich lieg schon mal falsch. Ja, ich auch mit meiner 2. Bei weitem verfehlt, Mr. Besserwisser. Oha. Ja, bevor ich wissen, was ist, ne? Ich habe die nur genommen, weil sie keine hatte. Normalerweise nehme ich immer die 7 oder 17, aber 7 ist auch schon raus. 17 könnte es noch sein. Skunkner hier auf dem Weg durch Misery Maya. Wir wissen schon, wo der Biki liegt. Ja, weißt du es noch? Wo liegt er? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Liegt er da? Nein. Nein, da lag die Karte. Ach, da liegt der, hier draußen rechts oben in der Kiste, ne? Nein. Nein, da lag er auch nicht? Oh, dann weiß ich es nicht. Er liegt, rechts. Auf der anderen Kiste. Ach, auf der anderen Kiste hinter der Big Chest. Oder beziehungsweise vor der Big Chest, je nachdem, wie du in welche Tür du gehst. Ganz genau. Ja. Ah, ne, da war ich. Da ist der Big E. Das war Check dann die... 15? 10. Nee, 10, 15? Okay. Nee, 10, stimmt. Ich hab, 10, glaube ich. 2, 3, 7, 3, 7 8, 8, 9, 10. 10, 11. 11, oder? Das war doch die zweite, die er geöffnet hat. Ah, 11, ja, richtig. Die 11, war die 11. Wer hat denn die 11? Guck mal, Kuruba, Lupkechen, okay. I'm sorry, wenn ich dich falsch ausspreche. weiß ich jetzt auch nicht so genau, Lupkechen? Ja, und Kuruba oder haben die 11. Kuruba! Lupkechen ist erster, also ja. GT ist an euch. Und damit sehen wir jetzt den Climb von Blacky und den Big Fail von Skunk. Big Fail? Er hat die Torches gerade zugeschoben. Er hat auf der linken Seite zwei Steine nach links geschoben und ist nicht mehr reingekommen. Aber auch da wird er dann den Biki nicht finden. Lup reicht auch. Okay. GG an Lup. Und an Kuruba nochmal an euch. Genau. Ihr habt jetzt Ehre und eine Erwähnung gewonnen. Man wird euch nie vergessen. Oder vielleicht auch schon. Naja.
Jetzt sag nichts Falsches, bitte. Hey, so da gut. Ist der Mickey. Okay, da habe ich mich doch vertan. Er lacht doch nicht rechts. Ach, Vanilla. Aha. Was? Aha. Das hat mich jetzt gewundert, weil ich noch im Kopf hatte, dass Blackie Rave die Kiste rechts überprüft hat. Und ich habe auch nicht die ganze Zeit hingeguckt. Aber ich hatte gesehen, dass er die Kiste rechts überprüft hat und dachte, er wäre andersrum geroutet. Ja, by the way, Biki war hier in der Cutscene. Ja, unser Checker hat es mal wieder richtig mitbekommen. Tja, wenn er gefunden hat, kann ich es auch sagen. Skagner auch kein kein Spooky Meier. Guck mal, haben beide so gemacht in Meier. Also die haben beide die Kiste rechts mitgenommen vorher. Ja, ich dachte, Blackie hätte es andersrum gemacht. Deswegen habe ich das dann so geschlussfolgert. Naja, von falschen Tatsachen kann man alles schlussfolgern. Richtig. Ja, Blackie ist schon durch die schlimmsten Räume durch. Korrekt, jetzt kann eigentlich nie mehr sehr viel passieren. Hat aber eigentlich nie mehr so viel Leben, hat auch keine Safety-Fee mitgenommen aus dem Safety-Room. Blackie hat ja einen Bugnet. Müsste tatsächlich keine Red Potion mehr haben, weil die bei Vitreous benutzt wurde. Hat also, glaube ich, noch eine einzige Green Potion, müsste Blackie noch haben. Maximal. Nee, eine müsste noch da sein, glaube ich. Ich glaube, eine war bei Ice Palace weg und das war's. Eine hat Blackie noch. Gank nutzt auch seine Potion. Und die... Ja, schaffst du nämlich nicht ganz, die Schleim-Hits zu bekommen. Der Schleim macht nur einen Schaden, die Augen machen mehr. Blackie hofft noch auf die Silvers. Ja, viele Möglichkeiten gibt es tatsächlich nicht mehr für die Silvers, das stimmt. Nimmst dann halt auch die Kisten noch mit, wenn du dich so in Führung fühlst. Ich sag, Ganon sagt, did you find the silver arrows in Swamp? Kann nicht sein. Was? Wieso kannst du das nicht sein? Achso, in Swamp. Ja, vergiss es. Okay. Ich war jetzt schon wieder in Skullwoods. Ich denke, nee, das kann nicht sein. Da haben wir doch alles raus. My bad. Und da hat der Trolldorm Blackie einmal runtergestoßen. Glücklicherweise nicht auf die Spikes. Macht jetzt aber auch keinen großen Unterschied. Gangner muss jetzt erst nochmal nach Skullwoods. Er hat es nicht vergessen, dass der noch offen ist. Blackie, 4 Herzen. Das ist halt nicht so... Also noch keine Möglichkeit, was mehr vor Ganon aufzufüllen. Außer bei der Bonkfee, aber sehe ich nicht so. Also... Oh, da sind die Silvers. Nice. Oh no, Silvers. Das glaubt doch jetzt kein Mensch. Das kann nicht sein. Also ja. Also ich würde jetzt an Blackie Stelle mich einmal von Ganon direkt töten lassen und dann ganz am Anfang einmal reinrennen. Also nicht bei Aghanim, sondern bei Ganon. Und dann den ganz easy runterspielen. Dann hat man nämlich ganz... Dann hat man noch einen Hit frei. So, das war ein Doppel, wenn ich es nicht falsch gesehen habe. Ich glaube auch, das war ein Doppel. Das war auch ein Doppel. Das Gang nimmt nicht den Key mit. Das war ein Single, aber es war halt unschön von der... Ja. Das ist auch sehr unschön, aber auch einer und dann ist er weg. Es war halt ein bisschen von der... Vom wie sie stehen eigentlich gut, aber wie sie schießen schlecht. Man kann halt nicht alles haben in diesem Seed und er hat halt wirklich relativ viel, relativ schnell hergegeben. Ja. Naja, außer man vergisst... Es ist echt eher... Ich kann mir... Also da... Da fragst du gleich den Skunk, ne? Ja. Ach, die gucken uns bestimmt schon zu. So ein Mist. Sind ja 10 Minuten hinten. Richtig. Join me, Hero, and I shall make you the greatest of the Dark World, or else you will die. So, der Fight gegen Ganon und gegen die Motte gleichzeitig. Ich schätze, die Motte ist eher tot. Ja. Easy going für das Gang. Besonders nice, wenn ihr jetzt schöne Legs kommen, den Burner noch nutzen für schöne Legs, weil, wie gesagt, einmal gehittet worden und nicht den Dead mitgenommen am Anfang. Jetzt schon in der dritten Phase. Oh, Wahnsinn, keine Magic mehr. Full of Go. Fühlt sich dann doch nicht so davor. Ja, also. Vermutet. Sonst hätte er. Eine Green Potion ist noch da. Sonst hätte er das vielleicht anders da gehandhabt.
Du hättest ja auch die Bonkfee unten mitnehmen können bei Gannon. Ah, da ist der Skunkner wieder zu sehen. Ja. Er hat auch gerade gesagt, warum ist seine Cam nicht da? Da war kurz einmal Schwarzbild. Ach so, ja, ah, okay. Skunk möchte ein gutes Vorbild sein. Oh no, Silver is my one true weakness. Ja, jetzt relativ schnell mit Silvers. Das wird ein Double. Ja. Während Skagner jetzt gerade hoch zu GT läuft. Ja. Und das war's wieder ein Double. Sehr schön gemacht. GG's an Blackie. Yep. GG's an Blackie, da war das Ether war wohl doch sehr wichtig. Aber sonst Skunkner zwischendurch sehr, da sieht man, wie Skunkner gerade reagiert. Obwohl, nee, sieht man nicht, weil er weiß es noch nicht. Jetzt müsst, könnt ihr es wissen. Nicht, ja. Jetzt guckt darüber. Jetzt guckt darüber. Jetzt sieht man es. Skunkner lehnt sich zurück. Ja, das schade. Ist eben die Zuckerpose. Ja. Schade für Skunkner, die waren so ein, zwei Dinge, die ihn tatsächlich nach hinten geworfen haben. Aber GG's für Blackie. Ja, Skunkner, finde ich, hat aber sehr gut aufgeholt im Seed eigentlich. Definitiv. Also nur er dieses eine Ether hat ihn richtig zurückgehauen wieder. Also ansonsten hat er richtig, richtig aufgeholt, auch am Anfang. Also stark gespielt eigentlich. Von beiden. Wenn jetzt dieser eine Key jetzt nicht gewesen wäre, hätte es ganz anders laufen können. Ja. Also sehr gut gespielt von beiden. Nur zwei, drei Fragen hätte ich gleich noch fürs Interview, aber nichts, irgendwie keine Sachen, wo irgendwie jemand sich falsch entschieden hätte, sondern einfach nur Interesse halber. Interesse halber? Ja. Mich interessiert. Verdammtes Ether, ich bin so dumm. Naja, ja. Das kann mal passieren, dass man einen Key, dass man sich da vertut mit dem Key, und es hätte ja auch dein Segen sein können, wenn nämlich in Turtle Rock nichts drin gewesen wäre, dann hättest du dadurch ganz schön Zeit gut gemacht. Ja. Und wäre auf jeden Fall dann ganz anders gelaufen, wenn es da nicht gewesen wäre, dann wäre Skunkner mega vorn gewesen. So, aber willkommen Skunkner schon mal. Und hallo. GG's. GG. GG Skunkner. Oh, ich habe nicht auf meine Keys geguckt. Ja, hab ich gemerkt. Check. Es ist ein Check. Wie wahrscheinlich ist das, dass der mich screwt? Ja, und dann noch das Ether, was ja dann eigentlich nur eine Fetch-Quest ist im Prinzip. Ja, ja. Ich wäre in TA reingegangen. Das war so tatsächlich, glaube ich, auch der Schlüsselpunkt am Ende, der das Rennen dann entschieden hat. Weiß nicht, ob du das gehört hast, aber es hätte genauso gut auch dein Segen sein können, dass du dadurch Zeit hättest gut machen können. War leider aber deine Verdammnis. Also keine Ahnung, als ich bei Blind gestorben bin, dachte ich schon so, okay. Vor allem, eigentlich habe ich jeden Hit gesessen. Ich habe keine Ahnung, warum das Skript nicht. Ich weiß nicht, muss vielleicht oft gewesen sein oder so. Und dann, weiß ich nicht. Da fing es dann schon an. Ja, da hat man es doch schon leicht angesehen. Es war ärgerlich. Ja. Bist dann relativ früh wieder zurückgegangen. Also hast du ihn dann nicht komplett geskippt. Wahrscheinlich... Ich wollte die Red Bomb machen. Ja. Ja, obwohl du wusstest, dass der Gegner wahrscheinlich da schon vorher hatte. Nachdem du dann Eastern gegambelt hast und dabei nichts rauskam, auch irgendwo verständlich, dass man dann versucht, nochmal der Red Bomb nachzugehen, denke ich. Ja, absolut. Wie gesagt, alles verständlich. Und willkommen auch an Lisandre. Nein. Lisandre nicht. Aber das sagtest du eben. An Blackie. Das sagtest du eben. An Blackie. GG. GG's für den zweiten Win jetzt. Ja. Ja, wie hast du dich eigentlich gefühlt im Seed? So eher vorn oder hattest du manchmal das Gefühl, dass du vielleicht hinten bist oder gar nicht so weit vorne? Ich sag mal, bis ich das Bombo suchen musste, dachte ich mir so, was wollte ich jetzt machen? Und dann hätte ich sagen können, das könnte alles Mögliche sein. Und dann habe ich noch Skywoods vergessen, dann war jetzt auch noch, oh Gott. Was ich da geritten hat, weiß ich auch nicht. Ja, das haben wir uns auch gefragt, tatsächlich. Das war ganz witzig. Also, es ist mir auch schon passiert, es ist auch anderen schon passiert. Hast du erstmal den GT nochmal angeguckt, wie der so ausschaut? Ja.
Und dachtest, ich hab doch schon alles aus Skywoods raus. Warum brauche ich jetzt noch diesen blöden Kristall? Ja, dann habe ich mich wahrscheinlich verguckt, weil ich dachte, so ist abgehakt, weil das andere ist ja weggetrackt, die Ton. Und ja, mein Gott, passiert. Und dann ist es noch so weit oben links, das ist auch scheiße. Ja, kann man verstehen. Passiert. Habe ich auch schon gesagt, ist mir auch schon passiert. Was hatte ich denn noch für eine Frage eben? Ja, habe ich vergessen. Ist gut, du hattest so viele Fragen eben. Ja, ich hatte unglaublich viele Fragen. Ans Gangner habe ich noch die eine Frage auch. Du hast ja jetzt wirklich eben POD wahrscheinlich dann last located nach dem Motto, ja, ich habe jetzt dann nur noch einen Check offen. Also wenn es das war, habe ich eh verloren, nach dem Motto genau, wahrscheinlich. Richtig, ne? Genau, richtig. Und da frage ich mich jetzt nur noch, warum du dann Spycave nicht mitgenommen hast. Weil ich an Spycave einfach nicht mehr gedacht habe. Also, weil es halt noch in Logik war und du warst da zweimal ganz nah dran. Als ich hoch bin, habe ich, also als ich die Basement Chest geholt habe, habe ich noch gedacht, ach, du nimmst gleich Spycave mit. Aber dann habe ich direkt safe quittet und dann war es irgendwie aus dem Kopf. Also, weil es halt in Logik war, dann dachte ich, vielleicht macht das safe quit, um das Leben zu haben. Ja. Ja, gut. Ja, schade, dass es dann das Ether war und hätte ja auch gut sein können. Ne? Ansonsten hattest du sehr gut aufgeholt. Du hattest am Anfang früher die Mids, halt, wesentlich früher. Dafür das Buch nicht. Also dafür das Buch halt wesentlich später. Hast am Anfang ziemlich da was machen können durch die Mids. Dann allerdings war halt die Flut in Desert und dann die Boots halt nochmal auf dem Mountain. Das hat jetzt Blackie dann nochmal ein bisschen nach vorn geholt. Zeit da geholt, ja. Ja, konnte Blackie ordentlich Zeit aufholen oder beziehungsweise gut machen. Sonst am Anfang war es relativ, ja, also schon ordentlich früher die Mitzeit gehabt, hat jetzt aber dann im Endeffekt nicht so viel gebracht. Ihr beide habt euch relativ spät entschieden, zu Ice Palace zu gehen und erstmal früher noch woanders was zu suchen. Fand ich auch interessant. Ja, wusstest du halt, die Tippers fehlten noch bei mir lange, ne? Ja. Skagen hat sich dann am Ende dazu entschlossen, Ice Palace ohne die Flippers zu machen, zum Beispiel. Ja, das genau. War eh mein Plan, aber durch meine Fails bei Blind und das Eastern Play dachte ich, ich mache auf jeden Fall vorher noch die Red Bomb. Ja, weil ich mich mit den Titans auch ganz gut gefühlt habe, eigentlich, aber naja. Ja, die Titans hat es auch richtig früh gehabt. Also früher als. Weit früher als Blackie, aber hat jetzt auch nicht so viel gebracht, leider im Endeffekt dann. Ja, ich meine, die Flippers haben gefehlt, haben jetzt aber auch eigentlich nichts aufgemacht, außer Ice Palace. Der Rest hätte man ja auch, also, hätte ja noch der Mirror gefehlt für irgendwas anderes. Also, ja, eigentlich alles sehr gut gespielt, sehr stark gespielt. Beide nicht ganz den Quick-Kill gekriegt in Eastern. Ey, ohne Witz, es war eh aber komplett off bei den Bossen. Och, der Ice Palace war sehr gut. Das ja, Trinex war auch okay, aber weiß nicht. Als Moldorm war Mist, Blind war Mist, Armored Knight war Mist. Aber Moldorm hat euch auch beide verarscht. Ja. Zumindest Moldorm 2 hat Blackie nochmal einen reingeben wollen. Aber hat sich dann auch belohnt nachher. Ja. Mit den Silvers noch am Ende zusätzlich. Ja, da hatte ich auch das Gefühl, dass Blackie Angst hatte, da mit Eastern was zu skippen, ne? Vorher, aber naja. Ja, wie hat es euch sonst so angefühlt, insgesamt der Seed? Früh, ja. Dark World Access. War alles offen halt, ne, sofort früh, ne? Quasi, hätte ja, ich, Gott. Keine Ahnung, der Seed hat sich eigentlich ganz gut, also hätte sich ganz gut angefühlt, wenn ich es IFA gezogen hätte. denn, also ich gehe gerne dann auch früh TA, vor allem dann mit dem Ice Rod auch. Aber ja. Da wäre es nochmal spannend geworden, hast du recht. Obwohl du dann wahrscheinlich trotzdem hinter Blackie dann noch gewesen wärst, aber da hättest du noch aufholen können, eventuell. Was er ja sowieso grundsätzlich gemacht hat, also. Genau. Das muss man ja auch dazu sagen. Du hast da noch ganz viel am Ende aufgeholt von der Zeit, die du verloren hattest durch deine Fails in TT und eben halt dem Mist in Pot. Da hast du am Ende noch richtig, richtig gut Zeit gemacht, also das war schon nicht verkehrt. Richtig, also du hast, wie gesagt, ordentlich aufgeholt. Wenn es Ethan nicht required gewesen wäre, hättest du auf jeden Fall vorne gelegen durch den Skip, durch den
unintentional Skip. Aber wenn das da als Isa ja leider required war, hat es dann nicht geklappt. Ja. Und ja, wenn es jetzt, mitgeholt hättest, dann wäre es ja nochmal halt spannend geworden. Dann hätte es so oder so ausgehen können. Dann hätte Becky bis dahin auf jeden Fall eine leichte Führung trotzdem gehabt. Durch die Early Flood wahrscheinlich, würde ich sagen, ist es verschuldet gewesen. Waren die noch? Auf Flammo. Da war Blacky auch sehr klug und hat die Torch gar nicht gecheckt, ist dann direkt zu Big Chess und dachte sich, wenn da jetzt kein Small Key ist, dann ist der Small Key folgerichtig auf der Torch. Ne? Und hatte recht. Ja. Ist aber selten tatsächlich, muss man sagen. Ja, aber es ist eine interessante Taktik, die werde ich jetzt auch anwenden. Das habe ich vorher noch nie bedacht. Er ist smart auf jeden Fall, ja. Ja, das fand ich sehr, sehr smart. Aber so, wie gesagt, Greasy, Blacky hat sich entschieden, ich komme auch mit dem Namen durcheinander, hat sich entschieden, sofort in die Dark World zu gehen nach der nach Kakariko, gar nicht erst unten da zu gucken, was da auf dem Race Game oder Bibliothek liegt. Direkt in die Dark World, so hat sich das schon mal unterschieden. Während ja, Modern Cave gar nicht mitgenommen. Genau, also spät, genau, während Skagner eben entschieden hat, da hinzugehen, dann dachte ich, boah, das ist stark, direkt hier mit, dann konntest du die Dark World von unten her routen. Ja, dann hat sich das eben doch noch anders entwickelt. Naja. War schon sehr interessant. Also es war sehr spannend, sehr viel Progress, sehr early. Die ganze Welt stand offen. Ja, also im Prinzip ein mirrorless Seed allerdings. Ah, nicht ganz, aber... Ja, kam er. Also der kam erst, als man in Gomod war und dann erst in GT. Also im Prinzip der Mirror zu nichts zu gebrauchen. Außer einmal. Ja. Ja, also war sehr spannend. Sonst habt ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Rando ist doof. Also ich Rando ist eine Hassliebe für uns alle. Ja, wie wahrscheinlich ist das, dass dieser eine Check ein Ether ist das, und das dann auch noch required ist? Das ist, es ist ja auch vor allem die ganze Zeit in deinem Hinterkopf. Also, man denkt sich so, okay, wenn da jetzt meine Progression liegt, dann bin ich richtig screwed. Und, ja, war dann halt so, ne? Was soll ich sagen? Ja, ich finde, du hast trotzdem richtig gespielt. Du hast halt diesen unintentional Skip gekriegt und wenn du dann das halt machst, dann, ja, dann musst du halt auf Last Location da spielen. Das ist halt komplett richtig. Im Prinzip nichts falsch gemacht. Also sehe ich auch so. Und sehr gut gespielt am Ende. Das ist, man hat natürlich immer das ein oder andere, was dann schief geht, aber mein Gott, das ist halt leider so. Ja, alles in allem von beiden sehr stark. Ja. Sehr, sehr, also sehr gut gemacht, beide. Kann man sich eine Scheibe abschneiden. Dass man dann natürlich Pech hat im Rando, ist dann halt manchmal so. Ja. Ich hab dann nichts mehr weiter. Ich jetzt auch nicht. Habt ihr noch ein paar abschließende Worte? Fertig. Ja. Fertig, ja. Ja, vielleicht. Ja. GG würde ich sagen und danke fürs Kommentieren. Ja. Auf jeden Fall, ja. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Tracken natürlich von Lisandre und am Anfang von dir. Dann vielleicht ein Blick nach vorne noch zu den upcoming Matches. Weiß nicht, ob wir noch die Zeit haben. Ich hoffe schon. Wir haben die Zeit, Ich hab's offen. Okay, dann hier, nämlich, dann wirst du ja wahrscheinlich dein Blackie gegen Duden spielen. Also nicht wahrscheinlich, sondern du wirst gegen Duden spielen. Und Skankner gegen Tanvir. Wie fühlt ihr euch? War das von vornherein so geplant oder? Gibt geplant nicht, aber sagen wir so, als ich gesehen habe, dass ich, also schon bei der Aussuchung entweder gegen Duden oder Tanvir ran muss, egal wie es ausgeht, fand ich das eigentlich ganz cool. Ich würde gern gegen beide spielen. Ich male mir jetzt nicht zu viele Hoffnungen aus oder so, aber ich habe Bock, gegen beide zu spielen. Also von daher, ich nehme es, wie es kommt. Der Gruppenkopf. Ja. Ja gut, Tanvir ist jetzt wieder derusted. Das haben wir alle im ersten Spiel gesehen. Wird schwierig. Och, aber ich freue mich. Das schaffst du schon. Einfach auf den Small Key achten in Pot. Alter. So dumm.
Und dann wird's schon. Es passiert echt. Das ist, du hast den Smoky in Port vergessen und Blackie hat halt ein Crystal vergessen. Also kann alles passieren. Ja. Nein, das ist jetzt schon offensichtlich. Und du, Blackie Rave gegen Tanvir? Nee, Duden. Duden. Ach, Duden? Ja, natürlich gegen Duden. Du wolltest ja nicht gegen Tanvir, genau. Ja, keine Ahnung. Er ist ja ein sehr starker Spieler. Ich weiß nicht, mal gucken. Vielleicht auch wegen Glück, aber ich mache mir da nicht sehr viel aus, sag ich mal. Ich bin auch noch ziemlich neu, sag ich mal. Mal gucken. Ja, Duden auch relativ stark jetzt in dem letzten Jahr geworden. Also ist ja auch noch nicht ganz so lange dabei, wenn ich das richtig sehe, oder? Weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall. Ja, irgendwann Anfang des Jahres dazugestoßen. Ja? Auf jeden Fall richtig, richtig stark dabei. Kenne ihn ja hauptsächlich auch vom Multiverse-Zocken. Also richtig gut geworden. Also richtig viel geübt. Starker Spieler. Wird auf jeden Fall wieder spannend dann. Guti. Wir haben tatsächlich nachher noch was auf Speed Gaming Deutsch. Und zwar wird da vermutlich mal Xanthalos gegen Death King 2 spielen. Um 17.10 Uhr. Genauso wie auf Speed Gaming Deutsch 2 noch was vermutlich laufen wird. Und zwar Unrat gegen Buzzrunter. Das zu dem heutigen Abend noch. Im Nachgang werden noch weitere Spiele kommen. Aber die sind noch in der Mache. Genau, und manche davon, also nicht alle kriegen natürlich einen Restream, das ist halt einfach manchmal so. Richtig, da ist noch viel zwischendrin, also gerne auch mal bei den Runnern selber vorbeischauen, die freuen sich mit Sicherheit. Genau, und vergesst nicht, Skunkner und Blackie auch noch ein Follow dazulassen. Ja, da möchte ich mich auch bei dir bedanken, Crazy, da bist du so toll das Kommentieren hier übernommen hast und ja, ich hoffe, ich war dir eine kleine Hilfe. Und auch danke an die Sandre für das lückenlose Tracken hier und ohne Tracker ist man immer ein bisschen aufgeschmissen. Ja, danke dir auch nochmal, ThirdX, und war sehr lustig und spaßig und gerne wieder. Und Lisandre, dir auch danke fürs Tracken, sowie den Runnern, danke für das nice Race. Gern. Ganz genau, war unterhaltsam und spannend. Man hat bis zur letzten Minute gefiebert, als dann auf Trinex dann doch das Wombos kam. Hat man jetzt nicht mehr ganz so stark mitgefiebert, aber bis dahin war es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Richtig. Gut. Gerade wegen der Diversität. Dann. Dann könnten wir uns verabschieden, oder? Genau. Hab noch einen schönen. Skunkner hat das schon getan. Noch einen schönen Abend. Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Genau. Ja, guckt, wie gesagt, noch weiter rein. Ja, und genau, und auch bei den Races, die noch kommen hier. Heute kommt noch was, wie gesagt, in der Stunde. Ja, also heute schönen Rando-Abend machen. Richtig. Von uns war's das. Vielen Dank. Bye bye. Bis dann. Ciao.